Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Maloja Walk. Hier spricht das Kura-Ensemble. Mein Name ist Sama Schwarz. Ich spreche aber auch für meine Kolleginnen Merit Ottinger und Julian Grüntal. Unser Kollege Julian Grüntal wird Ihnen später die Weganweisungen geben. Gemeinsam erkunden wir wichtige Orte in und um Maloja. Dieser Spaziergang wurde im Herbst 2023 erstellt. Wir haben aber darauf geachtet, dass er auch im Winter wunderbar funktionieren wird. Dabei wird über Vergänglichkeit von Mensch und Landschaft gesprochen, über die alltägliche Realität, die Veränderungen und die Visionen. Der Maloja Walk ist als Immortal Room konzipiert, um über Vergangenes und Gegenwärtiges zu reflektieren. Er wirft dabei auch einen beherzten Blick in eine Zukunft, in der sich unsere Existenz und die Natur, die uns umgibt, verändert haben wird. Ich hoffe, das Wetter spielt mit und du hast etwas Zeit mitgebracht. Unser Spaziergang dauert ca. 2 Stunden. Wir gehen im gemütlichen Tempo und du kannst jederzeit pausieren, um den Stimmen hier zu lauschen. Falls du weniger Zeit hast, empfehle ich dir, die Aufnahme im Bus, Zug oder von zu Hause aus weiter anzuhören. Unsere Gäste, die wir für diesen Audio-Walk interviewt haben, sind Gioconda Segantini, die einzige noch lebende Enkelin des Malers Giovanni Segantini, Caroline und Jürg Winch vom Hotel Schweizerhaus. Dann haben wir mit Elena Salis gesprochen, der Schulleiterin der Scuola di Bregaglia, mit Marco Zarucchi, Prokurist und Mitarbeiter der Latteria Maloja, Attilio Tam, der ehemalige Posthalter von Maloja und Guide vom Verein Pro Castellis, mit Max Pittin vom Camping Plan Courtignac Maloja und Amadeo Glavarino, Geschäftsmann und Besitzer des Maloja Palace, und mit Stefanie Bianchi und Julia Besima von Pro Natura Graubünden. Bevor wir beginnen, möchte ich eine kleine Anmerkung machen. Der Weg führt auch über die Passstraße. Achte bitte auf den Verkehr und nutze beim Überqueren den Zebrastreifen. So nun, aber genug von meiner Seite. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Zuhören und Spazieren. So, herzlich willkommen auf der Torre von Maloja. Wir werden uns jetzt hier zuerst ein wenig umschauen. Sie sind frei, sich zu bewegen rund um die Ruinen. Die Audiowegleitung wird Sie zuerst auf die Aussichtsterrasse links führen, dort bei den Bögen. Wenn es nicht zu viel Schnee hat, lohnt es sich sehr, dort hinaufzugehen, weil man dort eine wunderbare Übersicht gewinnen kann, wo wir uns hier befinden. Falls zu viel Schnee liegt, ist das auch kein Problem, dann sehen Sie sich einfach hier unten um, in den Bereichen, die gebahnt sind. Nehmen Sie sich ein bisschen in Acht, auf der anderen Seite der Ruine ist eine schöne Aussichtsstelle, aber auch ein Absturz Richtung Bergell. Da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, wenn es vereist und verschneit ist. Wir gehen jetzt zu diesen Bögen hinunter und am Ende dieser Bögen geht rechts eine Treppe auf die Aussichtsterrasse. Falls man diese nehmen kann, gehen Sie dort hinauf. Sind Sie jetzt oben auf der Aussichtsterrasse angekommen oder haben einen anderen Ort gefunden mit ein wenig Übersicht? Wenn wir jetzt hier hinunter ins tiefe Tal schauen, das ist das Bergell. Von dort aus sieht man die Straße Richtung Maloja Pass hinaufkommen. Links unten ist der Maloja Pass, der sich dort hochschlängelt. Wenn man nach links schaut, ist dort in der Ferne ein markanter kleiner U-förmiger Pass, das ist der Muretto-Pass. Und im Boden unter uns, im Berg tief unter uns, befinden sich ausgedehnte Bunker und Geschützanlagen, die sowohl den Maloja-Pass als auch den Muretto-Pass verteidigen sollten zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs.
Dazu später mehr. Wenn wir in die andere Richtung schauen, Richtung Seen und St. Moritz, sieht man hauptsächlich Bäume und Wald. Früher konnte man dort über die Seen hinausblicken, man hätte dort hinten Sils Maria gesehen. Aber es gibt eine kleine Stelle, wo man durch die Bäume in der Ferne einen kleinen weißen Kirchturm schimmern sehen kann. Das ist der Turm der Chiesa Blanca. Und diese Chiesa Blanca ist seit einigen Jahren im Besitz der Enkelin des berühmten Malers Giovanni Segantini, Gioconda Segantini. Sie hat mit uns einige ihrer Kindheitserinnerungen geteilt. Wir sind jetzt hier auf dem Turm vom Schloss in Maloja und sehen runter, sehen ja auch den Pass. Und ich denke, das ist gut, hier einzusteigen, denn ich spreche immer von Maloja und spreche von drei Epochen. Das eine waren natürlich die Römer, die müssten die Pässe rauf. Und dann kommen die Hirten aus dem Bergell mit dem Vieh im Sommer. Und deswegen ist Maloja auch kein so richtiges Dorf, weil die hatten da eine Hütte, Capolago und Catmate und Cresta und so. Und Maloja hat kein Dorfkern. Im Winter war nichts los. Und dann kam 1880 ein belgischer Graf Dörrenes nach St. Moritz zur Kur und kam dann nach Maloja und verliebte sich in Maloja und kaufte, und das ist einfach Wahnsinn, 140 Hektar Grund und Boden und wollte hier ein Monte Carlo der Alpen machen. Baute da unten das große Hotel und baute auch dieses Schloss. Da wollte er dann wohnen. Es kam dann Schwierigkeiten finanzieller Art, es brach die Cholera aus, also der Graf ging pleite. Dann gibt es einen Brief von Segantini aus dem 1898, da schreibt er dem damaligen Besitzer, dass er gerne das Schloss mieten möchte. Für 10 Jahre. Und es gibt auch 2 wunderbare Zeichnungen vom Schloss. Es gibt auch wunderbare Fotos aus der Zeit. Und ich erinnere mich noch an das Schloss, als wir Kinder waren. Oh, das war schon ziemlich hin und so, aber es stand noch die beiden Türme und der Holzteil. Und da haben wir Gespenster gespielt und gespukt und fanden das klasse und so. Und irgendwann einmal wurde das Schloss abgerissen. Warum, weiß ich nicht. Ich finde das einfach ganz, ganz schrecklich schade. Denn wenn ich mir vorstelle, da hätten wir jetzt in Maloja so ein Neuschwanstein, das wäre natürlich super. Die Torre mit dem umliegenden Land, mit dem ganzen Hügel, ist im Besitz von Pro Natura. Genau, also mein Name ist Stefanie Bianchi, ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe dort Naturschutz und Landschaftsplanung studiert und im Nachhinein noch Umweltbildung, bin 2005 in die Schweiz gekommen und lebe seitdem in der Region Chur, habe mittlerweile 2 Kinder, Hund und ja, fühle mich sehr wohl. Hast du, Stefanie, eine ganz klare Erinnerung, als du das allererste Mal nach Maloja gekommen bist? Woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, ist eigentlich, dass die Region oder die Landschaft dort so rau ist, so rau und unverfälscht. Die raue Berglandschaft finde ich sehr beeindruckend. Also das Schutzgebiet, das wir Gletschertöpfe Maloja nennen, das liegt ja auf der Passhöhe von Maloja, also zwischen dem Engadin und dem Bergell. Entstanden ist das Gebiet nach der letzten Eiszeit eigentlich mit dem Rückzug der Eismassen. Und diese haben dort eine sogenannte Rundhöckerlandschaft zurückgelassen, die heute vor allem von Bergföhrenwäldern bewachsen ist. Und in den Rillen zwischen diesen Rundhöckern hat sich damals nach dem Abschmelzen der Gletscher
oder haben sich damals nach dem Abschmelzen der Gletscher Flach- und Hochmoore entwickelt. Und diese Hochmoore gehören heute eigentlich zu den höchstgelegenen Mooren Europas. Und das Glück ist dort oben, dass sie bis jetzt eigentlich immer noch sehr wenig vom Menschen beeinflusst wurden. Durch das Abschmelzen oder das Schmelzwasser, besser gesagt, des Gletschers, ist zudem eine große Anzahl von Gletschertöpfen damals entstanden. Und diese Ansammlung von Gletschertöpfen, die wollte man erhalten. Also die sogenannte Gletschertopflandschaft ist sehr einzigartig für Europa, dass es so viele Gletschertöpfe auf einen Raum gibt. Es sind insgesamt 36 große und kleine Gletschertöpfe, die es dort gibt. Und die dem Ort auch einen ganz besonderen Wert verleihen. Und diese Landschaft wollte man schützen und so hat Pro Natura bereits 1953 eigentlich mit dem Verkauf der ersten Schuckitaler damals oder einer der ersten Schuckitaler Parzellen aus dem Gebiet kaufen können und unter Schutz stellen. Also die Landschaft ist jetzt mittlerweile ziemlich genau 80 Jahre unter Schutz gestellt. Und das Naturschutzgebiet gehört dadurch auch zu den größten und auch den ältesten Schutzgebieten von Pro Natura. In der Region Maloja ist es eigentlich ähnlich gelaufen wie in ganz vielen anderen Regionen, europaweit oder sogar weltweit. Es ist so ab Mitte des 20. Jahrhunderts große Veränderungen in der Kulturlandschaft gab. Auf die Region bezogen gab es dort vor allem den Ausbau der Wasserkraft. Es wurden Flussbegradigungen vorgenommen. Flurbereinigungen haben stattgefunden. Das heißt, so kleine Landwirtschaftsparzellen wurden zu größeren zusammengelegt, um mit größeren landwirtschaftlichen Maschinen die Arbeit durchführen zu können. Und dadurch sind natürlich auch viele Strukturen verloren gegangen, wie zum Beispiel Hecken oder Baumbestände, Ast- und Steinhaufen, die man noch vor oder Mitte des 20. Jahrhunderts eigentlich an vielen Orten gefunden hat, sind verloren gegangen. Und das hat natürlich auch einen ganz großen Einfluss auf die Biodiversität. Und ein anderer Punkt ist, dass an vielen Stellen, gerade auch in den letzten Jahren oder in den letzten 20, 30 Jahren, die Bewirtschaftung aufgegeben wurde, weil es doch zu mühsam ist in der Region. Und dort hat sich doch der Wald sehr stark wieder ausgebreitet. Was ich gerne an der Stelle noch erwähnen möchte, ist auch den Verdienst von der Prole de Seel, weil die haben sich ja vor, ja, was sind es jetzt, knapp 80 Jahren sehr stark dafür eingesetzt, dass eben der Seelsersee nicht durch Wasserkraft genutzt werden soll und dass die Region unter Schutz gestellt wird. Durch dieses visionäre Vorhaben, das sie eigentlich dort auf die Beine gestellt haben, konnte eigentlich der Wert der Region und die Schönheit der Landschaft sehr gut erhalten werden. Tourismus ist eigentlich dort der wichtigste Wirtschaftsfaktor. Und ich denke, der Tourismus ist vor allem deshalb so erfolgreich, weil eben die Landschaft noch so einen hohen Wert besitzt. Und weil wir so gut erhaltene Naturwerte in der Region haben. Und die sollten nicht aufs Spiel gesetzt werden, sondern erhalten werden, um auch den Leuten, die gern zu Besuch kommen und genau das schätzen. So, wir wenden uns jetzt langsam zum Gehen. Falls Sie sich auf der Aussichtsterrasse befinden, gehen Sie nun die Treppe hinunter und warten Sie am Fuß der Treppe einen Moment. Falls Sie herumgestreift sind hier auf dem Gelände, begeben Sie sich jetzt auch zur Treppe, die zur Aussichtsplattform hinaufführen würde. Und wenn Sie dort angekommen sind, orientieren Sie sich so, dass die Ruine mit dem Bögen auf Ihrer rechten Seite ist oder leicht rechts hinter Ihnen, je nachdem. Und gehen Sie dann geradeaus den breiten Weg hinunter, der Richtung Moreto Pass führt und dann dort eine Linkskurve macht. Dieser Weg wird uns zurück
ins Dorf führen und auf dem Weg dort hinunter werden wir noch einiges hören von Gioconda Segantini. Am Ende dieses bergabführenden Weges, in vielleicht 10 Minuten, Sie müssen sich nicht beeilen, kommen wir dann unten zum Atelier von Segantini und zum Haus seiner Familie, das immer noch in Familienbesitz ist. Dort warten Sie, gehen Sie nicht weiter, hören Sie dem Rest des Interviews zu und beeilen Sie sich nicht, wenn Sie dort nicht gleich sind. Wir haben dort genug Zeit, um auf alle zu warten. So, nun übergeben wir das Wort an Gioconda Segantini. Ich bin hier in Maloja geboren, und zwar im Segantini-Haus, und bin hier aufgewachsen und habe eine Bilderbuch-Kindheit hier erleben dürfen. Man durfte immer, konnte immer raus, man konnte in den Wald, man konnte zum See, es gab Pilze, es gab Tiere, die man beobachten konnte. Und das Dorf war ja klein. Ich glaube, es waren 100 Einwohner oder so. Und es gab eine Bäckerei. Ach, hat es da wunderbar geduftet. Es gab 2 Geschäfte. Es waren 8 Bauern im Dorf und viele Handwerker, der Schuster, der Schreiner. Und das Haus vom Schuster, das sieht man noch. Da sieht man noch, wie klein die Häuser auch teilweise waren. Der saß dann da in seinem Vorzimmer und hat die Schuhe geflickt. Und da konnte man auch Schuhe kaufen bei ihm und so. Also das war schon einfach, auch zu den Bauern konnte man gehen und konnte da die Milch holen, war kurz in der Schule und habe dies und jenes gemacht und größer geworden. Und dann kam ein wunderhübscher junger Mann und hat mich nach Deutschland entführt. Und da lebe ich, sage immer, zwischen München und Berlin. Und da haben wir 6 Kinder bekommen. Und von ersten Tag an sind wir immer, immer in den Ferien nach Maloja gekommen. Maloja, das ist meine Heimat. Da sind meine Wurzeln und es ist einfach so dankbar, bin ich, so eine Heimat zu haben, wenn man hier ist und dieses Licht sieht, diesen Duft, diese Weite. Und wenn man zum Beispiel sich vorstellt, also eine meiner liebsten Orte ist die Ela. Die Ela, das ist so ein kleines, ganz unscheinbares Bergchen. Und da kann man von der einen Seite raufgehen oder von der anderen Seite. Und es ist überraschend, was da geboten wird. Auf der einen Seite sehen Sie die Engadiner Seen und auf der anderen Seite sehen Sie ins Bergell. Und je nachdem, wie die Sonne ist, ob das früh ist oder abends, sehen Sie sie aufgehen oder untergehen. Sie finden da Unmengen Beeren und Blumen. Dann ist da dieses Bächlein, eine meiner Lieblingsstellen und so, das plätschert so schön, so dieses Bergbächlein. Du kannst die Füße reintun, platsch, platsch, platsch machen. Und das ist, ich glaube, wenn man von Maloja spricht, dann muss man einfach diese stillen Orte sehen. Diese Orte, die so reich sind, auch, ich sage, wenn einer Blumen liebt, wenn ich meine Enkelkinder jetzt, mit denen oft spazieren gegangen sind, haben wir geschaut, in einer Handvoll, wie viel verschiedene Blumen wir gefunden haben. Das ist ein Reichtum, der einfach jeden Botaniker das Herz höher schlagen lässt. Dann die Steine, wenn jemand Steine liebt. Es gibt hier die Gneise, die grün sind, die vom Lungin kommen. Dann gibt es die Steine, die aus Granit sind, die vom Bergell, also jeder Geologe würde hier jubeln, wenn er herkommt. Es ist eine Gegend für Liebhaber, für Spezialisten,
für Leute, die auch mal die Ruhe suchen. Und ich denke, das ist genau das, was wir heute brauchen. Wir kommen voller Hektik aus der Stadt und wissen nicht, wie wir uns da... Und hier kannst du einfach loslassen. Und das ist das Einmalige an Maloja. Dieses ganz... Natürlich ist Maloja jetzt größer geworden, sind deutlich mehr Häuser da. Der Ort ist, naja, ob man den schön nennt oder nicht. Aber man kommt ja nicht des Ortes wegen, sondern wegen Maloja. Und das ist einmalig. Was hier natürlich ganz besonders ist, ist das Licht. Ich meine, mein Großvater ist ja auch des Lichtes wegen nach Maloja gekommen. Er hatte die Seen in diesem magischen Licht gesehen und da hat er gesagt, ich muss nach Maloja. Mein Großvater schreibt auch über den Duft. Und dieser Duft ist hier auch unglaublich, wissen Sie. Und da habe ich mir überlegt, man müsste das Licht und den Duft in die Hand nehmen und daraus ein Parfum machen. Und dann habe ich ein Parfum machen lassen. Das heißt Luce di Segantini. Das hat den Duft und das Licht des Engadins in sich. Märchenhaft. Wenn Sie nun demnächst irgendwann ans Ende dieses Weges kommen, sehen Sie direkt rechts das Runddach, das spitze Runddach des Ateliers von Giovanni Segantini und dahinter das Haus seiner Familie. Verweilen Sie dort und hören Sie dort, Sie können sich frei bewegen, aber gehen Sie nicht viel weiter, dem Rest des Interviews zu. 1894 kam Segantini mit der Familie nach Maloja, weil das Haus, das hatte auch der Graf de Renes gebaut, für den Ingenieur Cuoni eigentlich, und es stand leer. Und da kamen die also dahin, es stand nur das Haus. Also das, was wir jetzt Atelier nennen, das kam erst später, weil Segantini hier in Maloja dieses große Panorama geplant hatte. Und dieses, was jetzt Atelier genannt wird, das ließ er in Soglio bauen, praktisch im Maßstab dieses Panoramas. Und hat es dann aus Soglio hier hinauftragen lassen und ans Haus anbinden. Und im Atelier hat mein Großvater nie gemalt. Seine Bilder waren ja viel zu groß, sondern er hatte da eine wunderbare Bibliothek und hat viele, viele, viele Briefe geschrieben. Und das alles war zu meiner Kinderzeit, war das halt so. Und es kamen natürlich viele Menschen nach Maloja, die auch über Segantini wissen wollten. Aber was mir wichtig ist, er war einfach derjenige, der diese einmalige Schönheit auch gemalt hat. Celui qui rend un service doit l'oublier. Celui qui le reçoit doit s'en souvenir. Wer einen Service anbietet und eine Dienstleistung, muss sie vergessen und wer sie empfängt, muss sich daran erinnern. Bien faire et laisser dire. Das sind die beiden Aufschriften auf dem Hotel Schweizerhaus, dem markanten Holzhaus gegenüber der Residenz der Segantinis. Begeben Sie sich doch dort hinüber. Wir empfehlen sehr, den Zebrastreifen ein Stückchen weiter links die Straße hinunter zu gehen, darüber und dann zum Schweizer Haus, um das es im nächsten Interview gehen soll. Sie können sich dort frei bewegen, um das Hotel herumgehen, das Schweizer Haus. Von dort aus wird dann die Wegleitung später weitergehen. Wir sehen uns beim Hotel Schweizer Haus drüben. Ich begrüße hier Jörg Winch. Jörg Winch ist einer der
Betreiber des Hotels Schweizerhaus. Aber vielleicht kannst du dich besser selber vorstellen, Jörg. Also ich heiße Jörg Lynch, bin schon seit 95 in Maloja, bin Hotelier. Wir führen auch gewisse Appartementhäuser. Wir haben mal die Jugendherberge geführt, wir haben eine Pizzeria gemacht, wir haben eigentlich fast alles abgedeckt in Maloja. Und ja, ich bin eigentlich Hotelier mit dem, ja, eigentlich schon mit dem Herzblut, auch wenn ich das nicht so gern sage, hören. Aber ja, ich würde sagen, ja, habe nie an was anderes gemacht und ich möchte auch nichts anderes machen. Und du betreibst das Hotel zusammen mit deiner Frau? Ganz, ganz wichtig, ja. Also ich bin eigentlich, ja, meine Chefin ist meine Frau und wenn man sich das vorstellen kann, ist es nicht immer ganz einfach. Aber ja, wir machen das jetzt schon 28 Jahre in Maloja und sind immer noch zusammen und im Hotel geht es eigentlich auch relativ gut und wir haben langjährige Mitarbeiter, viele Stammgäste. Wahrscheinlich haben wir nicht alles falsch gemacht. Kannst du dich an deinen allerersten Maloja-Moment erinnern? Gibt es da eine prägende Erinnerung? Hat zwar nichts mit Tourismus zu tun, aber der erste Arbeitstag war im Mai 95 und da ist der Giro d'Italia vorbeigefahren. Ah, das ist ein ganz großer Maloja-Moment. Da habe ich an der Straße die Schweizer Fahne geschwungen. Wie war denn das so in den Anfängen? Also was für Gäste kamen und was gab es damals so für die Gäste, was es heute nicht mehr gibt? Am besten sind die Gäste mal länger geblieben und früher waren so 80% Deutsche und Schweizer, also so ungefähr zur Hälfte. Und die Deutschen sind dann nachher mit dem Euro-Schock dann ja nicht mehr so zahlreich gekommen. Die Gäste waren im Vergleich zu heute vielleicht ein Tick gemütlicher, aber sonst in Maloja hat sich eigentlich die Gäste, die haben sich nicht groß verändert. Wie hast du eine Erinnerung an den Moment, als du dich entschieden hast, hier möchte ich gerne sein? Oder hat es dich einfach da berufsmäßig hingespült? Oder war das auch eine Liebesentscheidung? Also Maloja, die Leute, die ich kenne, ist Maloja immer Liebe auf den zweiten Blick. Bei uns persönlich, es war ein Blind Date. Wir haben uns beworben auf eine Annonce, auf ein Inserat unter Chiffre und wir wussten nicht, dass es sich ums Hotel Schweizerhaus handelt. Wir haben auch lange nichts gehört von den Besitzern und dann irgendwann, ein paar Monate später, hat es geheißen, ja, ob wir uns noch Interesse hätten und ob wir uns vorstellen sollen. Und dann haben wir erst erfahren, dass es im Hotel Schweizerhaus in Maloja handelt. War noch ein bisschen speziell. Ja, weil das ist ja schon ein Haus mit sehr großer Tradition man übernimmt auch eine gewisse Verantwortung, etwas weiterzuführen, was ja schon legendär ist. Ja, also Schweizerhaus hat immer einen guten Namen gehabt. Also sagen wir mal, die Restauration in den Jahren bis 93, 94 ging es ja nur immer in eine Richtung, bergauf. Aber es war ein riesen Investitionsschub nötig, also respektive man hat wenig in die Hotelzimmer investiert und dort musste man dann einiges investieren, was wir dann auch gemacht haben. Und was für ein Gefühl hattest du damals gegenüber dem Haus und was hast du heute für ein Gefühl gegenüber dem Haus? Hast du damals die Geister gespürt, die damals da doch schon rumspukten? So schön es wie es von außen ist oder war es innen drin eben leider wirklich sehr renovationsbedürftig und das war absolut nötig. Wie war es denn damals? Eine Knelle, oder? Na gut, es gab viele Zimmer noch nur mit fließend Wasser. Früher war ja das für Pferdewechsel vorgesehen. Und dann, lustigerweise ist ja im Erdgeschoss ist relativ tief. Da war die Kneipe, da war das Gesinde, da wurde gezecht. Und im ersten und zweiten Stock sind die Räume hoch. Und dort waren dann die Reisenden, die besseren Leute. Und im dritten Stock war es wieder, ja, waren die Zimmer eher Löcher. Da waren halt früher, hatte man die Mitarbeiter oder die Knechte oder die Kutscher halt unter das Dach versorgt. Und heutzutage ist es genau umgekehrt. Und in welcher Beziehung stand das Schweizer Haus zum Kulm, das es ja auch schon immer gab?
Was hatte das Kulm für eine Funktion im Verhältnis zum Das Schweizer Kulm Haus? gibt es, glaube ich, schon seit 1600 ist da irgendwas erwähnt. Schweizer Haus ist, wie es auf der Fassade steht, seit 1882 gibt es es, so wie es jetzt ist. Früher gab es anscheinend auch etwas, aber es ist nicht so richtig historisch belegt. Bezug, es waren beide wichtig. Das Schweizer Haus war einfach das Schönere, das Hübschere von außen. Aber das Kulm zum Beispiel hat innen drin, was man gar nicht unbedingt denkt, war mehr erhaltenswert als jetzt im Schweizer Haus, leider. Und was würdet ihr euch als Hoteliers für Maloja wünschen in den nächsten Jahren? Gibt es da eine gemeinsame Haltung oder gibt es da unterschiedliche Haltungen? Jetzt mal deine Sicht oder vielleicht auch ihr als Hoteliers als Gesamtheit? Also im 95 ging es allen Hoteliers, die waren ungefähr alle vom gleichen Stand. Es waren fast alles 3 Sterne oder ein 2 Stern. Überall war Investitionsbedarf. Und Schweizer Haus war eigentlich das Einzige, das dann auch investieren wollte und konnte. Und dann so vor 10 Jahren waren ja einige Häuser dann weg, also nicht mehr da. Das Kulm war ja lange, stand lange leer. Jetzt ist es wieder sehr schön und gut. Also es gab eine Phase, so letzten, sagen wir vor 10 Jahren, da stand es wirklich schlecht um Maloja. Schweizer Haus war dann fast das Einzige, das noch ja, wirklich in Betrieb war. Und aber jetzt, momentan, kann man sagen, eben mit dem Kulm haben wir wieder ein tolles Haus. Das Longin, das ist ja auch relativ neu. Das Bella Vista und wir. Also ich glaube, mit Maloja geht es aufwärts. Und ein ganz wichtiges Palas, die machen viele Logiernächte. Maloja braucht Logiernächte. Und wenn es genug Logiernächte gibt, dann läuft alles andere geht dann auch. Dann läuft die Latteria, dann läuft der Kiosk. Die Restaurants sind gut besetzt. Also wichtig ist, Logiernächte generieren und möglichst also auf gutem Niveau, auf hohem Niveau. Und die Gäste, die nach Maloja kommen, die wollen explizit nicht St. Moritz. Weil, ja, ist eine andere Geschichte, Maloja. Mehr so ein bisschen Understatement. Und ja, aber schön gibt es St. Moritz auch, dann können Sie mal ausgehen. Das stimmt. Jetzt merken wir ja, wenn wir mit den Leuten sprechen, dass es fast so wie ein bisschen ein Zielkonflikt gibt. Einerseits möchte man, dass die Region erfolgreich ist und viele Logiernächte anzieht. Oder es gibt auch so Allianzen wie die Cinekonomie, wo die dafür sorgt, dass es jetzt mehr Filmdrehs dann gibt in unseren schönen Landschaften, für dass das eben auch wieder Auswirkungen hat auf die Umwegrentabilität. Und gleichzeitig gibt es dann aber die Nachhaltigkeitsfragen. Wie siehst du da die Balance? Wie kann man die herstellen zwischen den Bedürfnissen der Gastronomie und der Hotellerie und der Wirtschaft und der Natur? Also wichtig ist mal, dass die Leute, wenn möglich, mit dem ÖV anreisen und das möglichst günstig. Da gibt es, das ist eine Zeit lang, sind so Aktionen gelaufen, dass die Leute, glaube ich, sogar zu einem sehr tiefen Preis oder fast gratis anreisen konnten. Ja, das ist wichtig, dass der ÖV ausgebaut wird, wobei wir sind Hochgebirge, also das darf man nicht vergessen, wir sind also 1800 Meter Höhe. Und die Gäste sind zum Teil überrascht, wie gut die Verkehrsanbindungen sind. Das Maloja alle halbe Stunde. Mehr im Zentrum St. Moritz Umgebung ist sie noch größer. Also es ist nicht, was der ÖV bietet, ist nicht schlecht. Aber eben, die Gäste im Winter mit viel Gepäck, ja, das ist dann ein bisschen schwierig, die Gäste dazu zu bringen, dass sie mehr den öffentlichen Verkehr nutzen. Und in der Hochsaison ist er halt leider dann ein bisschen überlastet. Das Ja, ist das leider. kennen wir ja alle, diese bestimmten Busse, das stimmt. Wie denkst du, dass Maloja in 10 Jahren aussieht? Das Potenzial war ja immer da. Jeder sagt, ja, Maloja hat Potenzial. Das sagt man ja auch von Bergell. Das hat Potenzial und das ist sehr schön. Maloja würde vielleicht noch gut tun, ein paar Hotelzimmer mehr. Egal, jetzt ob auf 3 Sterne oder 4 Sterne, da kann man drüber streiten. Das wäre gut, weil es braucht einfach eine gewisse Menge an Logiernächten, damit der ganze Ort läuft, damit eben, wie gesagt, dass die Läden, die Kioske alle überleben können und im Gegenteil, dass es vielleicht sogar noch was Neues dazu gibt. Die Infrastruktur in Maloja
Okay, das reicht. Wir haben genug Restaurants, wir haben einen Laden, wir haben eine Post, wir haben ein Tourismusbüro. Das funktioniert eigentlich alles gut, aber aber ein Tick mehr wäre wichtig, damit Dieser wir auch Dorfplatz, oder? Dieser Dorfplatz ist ja auch ein Thema, also dieses ja, Begegnungsort. da gab es mal coole Überlegungen, wobei jetzt kommt, ja, passiert ja einiges. Wir sind ja peripher, aber die Schule, gab doppelt so viele Schüler wie vor kurzem. Und jetzt gibt es ja dann wahrscheinlich ein neues Schulhaus und auch dort ist einiges geplant mit Sportplatz, mit der Mehrzweckhalle. Das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, wenn das kommt, weil Maloja, die Gäste kommen und sagen, wo ist eigentlich das Zentrum? Dann sage ich ja, hier, wir sind das Zentrum. Schweizer Haus und die Post gegenüber und das Pössli. Eben da, das fehlt ein bisschen, aber es gab ja nie, wir waren immer nur die Alp von Stampo, also es gab nie ein Dorfkern in dem Sinn. Aber was man sagen kann, alles, was in Maloja gebaut wurde, man kann streiten, ob das schön ist, ob es Zweitwohnungen braucht oder nicht, aber verhältnismäßig wurde auf einem hohen Standard gebaut. Egal, ob einem der Stil oder der Stil gefällt, aber ich finde, Maloja hat sich diesbezüglich gut entwickelt. Gut, jetzt stelle ich dir immer noch die Frage, die wir allen stellen. Was ist dein ganz persönlicher Lieblingsort in Maloja, an dem du jemanden als allererstes empfehlen würdest? Es darf auch unoriginell sein. Das sage ich nicht, weil dann sind die alle dort. So, nun setzen wir unseren Weg fort, weiter der Kantonsstraße entlang. Gehen Sie zur Kantonsstraße und wir gehen weg von St. Moritz in Richtung Bergell, in Richtung dieser Tankstelle, die man dort vorne sieht, in Richtung Chiesa Alpina. Wir werden an beiden vorbeigehen bis zur Schule, die irgendwann auf der rechten Seite der Kantonsstraße auftauchen wird. Irgendwann taucht auf der rechten Seite der Kantonsstraße in einer Mauer ein Scuola-Warnschild auf. Ein Stückchen weiter nach dem Schild ist rechter Hand das Schulgebäude und dahinter der Schulhof. Vielleicht stehen dort auch noch so ein paar Container. Dort verweilen wir einen Moment. Wir hören jetzt ein Interview mit der aktuellen Schulleiterin. Was ist mit der Schule passiert in den letzten Jahren? Das sind ja gute Entwicklungen, habe ich gehört. Ja, die Entwicklung ist sehr gut. Wir haben eine zweisprachige Schule seit 2005. Und seit wir die zweisprachige Schule haben, ist die Schülerzahl stetig angestiegen. Und jetzt haben wir über 20 Schulkinder, Primarschulkinder und ungefähr 14 Kindergartenkinder, wo die zweisprachige Schule hier in Maloja besuchen. Und auch weil das Gebäude sehr, sehr alt ist, über 120 Jahre, das wäre sanierbedürftig. Und die Schulkommission hat sich entschieden, einen neuen Schulhaus zu bauen. Und jetzt sind wir in die erste Anfangsprojektphase. Und falls alles gut klappen wird, dann 2026 werden wir im neuen Schulgebäude unterrichten. Wow, und das gab sicher eine Abstimmung, oder? Das war vor ein paar Jahren eine Abstimmung, oder kommt die noch? Also die erste Abstimmung war im Februar 2023. Dort hat die Bevölkerung den Projektkredit genehmigt und jetzt werden die erste Projektphase, werden die Architekten einen
Vorschlag? Vom Koch so. Kostenvoranschlag? Nein. Einen Projekt entwickeln und das Beste, das Schönste, Beste Projekt wird angenommen. Und dann gehen wir wieder an die Gemeindeversammlung und werden den Gesamtbetrag beantragen. Das wird, wenn alles gut klappt, im Frühling 2024. Und dann in den nächsten Jahren wird das neue Gebäude gebaut. Ja, es war 2005 war es ein Pilotprojekt, eben weil Maloja schon als Dorf zweisprachig ist und wir wollten die Schule behalten, weil wir ganz wenige Kinder hatten und wir wollten auch beide Sprachen im Dorf fördern. Und wir haben einen zweisprachigen Modell, Immersivmodell. Das bedeutet, dass ein paar Lektionen auf Italienisch stattfinden und die anderen Lektionen immersiv auf Deutsch. Das heißt, dass zum Beispiel Mathematik wird in Deutsch unterrichtet. Turnen zum Beispiel kann in Deutsch unterrichtet werden, Werken. Und dann zum Beispiel Zeichnen in Italienisch. Und so können die Kinder die Sprache ohne den Sprachdruck lernen und nicht wirklich die Grammatik, aber wie man sich ausdrückt. Und hier haben alle Kinder, weil auch Maloja multikulturell ist, jetzt im Moment haben wir wirklich viele Familien, wo auch andere Sprachen zu Hause reden, also Kroatisch, Griechisch, Französisch haben wir gehabt, Englisch, Portugiesisch, Ungarisch und so weiter. Und alle Kinder, sie haben mehr ich habe das Wort auf Italienisch. Sie sind sich bewusst, dass die Sprachen wichtig sind und dass man viele Sprachen lernen, also viele Sprachen, wenn man viele Sprachen kennt, das von Vorteil ist. Das heißt, man lernt da eigentlich auch noch was Grundsätzliches über das Leben, eigentlich dann über die Sprache. Genau. So, gehen wir ein kleines Stück weiter. Wir gehen vorbei am geschlossenen Sporthotel und hinter dem Sporthotel wird dann auf der rechten Seite die Latteria auftauchen. Dort verweilen wir dann einen Moment. Also, ich bin jetzt hier bei dem wunderschönen kleinen Dorfladen der Latteria und ich stehe hier und spreche mit einem der Betreiber hier und mich interessiert natürlich jetzt sehr stark diese Schlüsselfragen auch hier mit ihm zu besprechen. Kannst du dich mal vorstellen, wer du bist? Ja, mein Name ist Marco Sarucchi. Wohne seit einer Ewigkeit in Maloja, aufgewachsen in Maloja. Früher war ich Schreiner und dann habe ich mal aufgehört und jetzt führe ich die Latteria mit meiner Frau. Meine Frau ist die Chefin und ich bin der Angestellte. Sehr schön. Jetzt bist du hier, aufgewachsen. Das heißt, du warst damals, gingst du auch schon in diese Schule hier, die jetzt ist? War die immer schon am gleichen Ort? Weil über die Schule haben wir immer schon gesprochen. Ja, ich war da auch in der Schule. Kindergarten war ein bisschen am anderen Platz, beim Palace Hotel. Und ja, wie wir schon besprochen haben, die Schule wird in 4 Jahren wahrscheinlich da stehen neu, da wir sehr viele Kinder haben und der Zuwachs ist eigentlich sehr groß. Das ist interessant, dass du jetzt sagst, dass der Kindergarten im Maloja Palace war, weil über das Maloja Palace haben ein paar Leute schon gesprochen. Das heißt, eine Zeit lang war das also auch ein Kindergarten. Das war in welchem Jahr denn? Wann warst du ein Kindergärtner? Damit die Leute auch ein bisschen deine dreidimensionale Vorstellung haben. Also ich bin jetzt nächstes Jahr 60, das heißt vor etwa 55 Jahren. Vor 55 Jahren war das Maloja Palace ein Kindergarten. Vielleicht als kurzer Einwurf für diejenigen von Ihnen, die es nicht wissen, das Maloja Palace ist das gigantische Hotel am Dorfeingang hinter uns.
am Dorfeingang von Maloja. Wir werden dort später auch noch vorbeikommen und einiges über dieses Gebäude erfahren. Während wir weiter zuhören, können wir jetzt aufbrechen. Wir folgen der Straße wieder weiter, dorfauswärts, weiter in Richtung Bergell. Irgendwann nach den Tankstellen, nach den Zebrastreifen, wird irgendwann auf der rechten Seite ein Bushaltestellenhäuschen bei Kat Maté auftauchen. Das ist unser Ziel, aber das dauert noch ein paar Minuten. Gehen Sie jetzt los. Wer nach Maloja kommt, will eigentlich Ruhe. Es ist nicht so hektisch, vielleicht auch ein bisschen eingeschlafen, aber das tut gut zum hektischen Alltag, dass man Maloja einfach Ruhe hat. Und es hat viele schöne Plätze, man kann auf Lungin gehen, man kann auf Ela gehen. Man kann am Turm so oben sein, da hat es die Gletschermühlen. Es hat auch für Kinder eigentlich auch schöne Wanderungen. Es hat da einen Schmugglerweg für die Kinder. Gavlotscho, das geht zum Gavlotscho. Gavlotscho ist natürlich da, ja. Mit der Bergsee, ganz kleine Seen. Einer ist ein bisschen größer, der eine ist in den Tümpel. Aber wie gesagt, die Natur ist einfach wunderschön da oben. Wie stellst du dir vor, wie Maloja ist in 10 Jahren? In 10 Jahren hoffen wir, dass wir das große Problem von der Wohnungsnot im Griff haben. In 10 Jahren ein neues, schönes Schulhaus, viele Kinder und nach vorne schauen. Nur nach vorne schauen. Wie siehst du es mit dem geplanten Dorfzentrum, das sie erwähnt hat? Wird es das geben? Also wenn sie das sagt, dann wird das schon kommen. Sehr gut. Wir hoffen drauf. Und wenn ihr das hört in 10 Jahren, dann werdet ihr das wissen. Und dieser Podcast, dieser Audiobook ist sicher so interessant, dass man ihn auch noch in 10 Jahren hört. Und während wir ein bisschen Musik hören, gehen wir weiter. Die Kantonsstraße in Richtung Bergell. Bis irgendwann auf der rechten Seite der Kantonsstraße das Bushäuschen Kat Maté auftaucht, wo wir uns dann hinsetzen. Irgendwann jetzt kommen Sie wahrscheinlich beim Bushäuschen Kat Maté an und hier setzen wir uns. Wir werden jetzt eine ganze Weile Zeit haben hier. Machen Sie sich bequem. Schauen Sie aber, dass Sie nicht frieren. Und sehen Sie sich um. Geradeaus in der Ferne sieht man wieder den markanten Muretto-Pass, dieser kleine U-förmige Pass, wenn Sie gerade ausschauen. Links davon, hier in der Nähe, sieht man den Skilift, der auf die Ela hochführt. Das ist dieser Hügel mit dem Skilift. Rechts unten sehen Sie das Maloja Kulm Hotel, das wieder eröffnete. Und etwas rechts davon, auf der rechten Seite der Kantonsstraße, ist dann der Absturz ins Bergell. Mit einer sehr schönen Aussichtsstelle. Je nachdem, wie viel Schnee liegt, käme man dort auch hin. Wir bleiben jetzt aber erst einmal sitzen. Beziehungsweise, wenn Sie hinter sich den Hügel hinaufschauen, vielleicht müssen Sie dafür noch einmal kurz aufstehen, ist dort eine Art Chalet, das kein Chalet ist, das ist Museum angeschrieben. Und das ist einer der Eingänge in die Bunkeranlagen, in die Festungsanlagen von Maloja. Machen Sie es sich nun hier, wie gesagt, bequem.
Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der Führung durch die Festungsanlage Maloja. Mussolini ist 1920 an die Regierung gekommen in Italien, als Ministerpräsident. 1922 hat er schon vor dem Parlamento gesagt, er möchte Messog, Bergel, Pouchelat wieder zurückhaben zu Italien. Okay? 1932 hat er schon behauptet am Parlamento, das ganze Kanton Graubünden gehört zu Italien. Rätoromanisch gibt es nicht, das ist ein Patois von Italien. Und er hatte schon die Landkarte vom Kanton Graubünden, kein deutschsprachiger Name von der Gemeinde oder Stadt, aber alles auf Italienisch. Und auch noch eine Dokumentation, wenn er übergreifen hätte, die Schweiz, die Torre Belvedere, da oben wäre seine Residenz gewesen in die Schweiz. Okay. Nein, die Schweiz, man hat angefangen nach den 30, 31 zu studieren, nach dem Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, ja, wie wäre unsere Taktik, um zu uns verteidigen in der Schweiz? Möglicherweise verteidigen wir uns in die Alpen, Ketten von der Alpen, da haben wir eine Möglichkeit, um uns verteidigen. Und im Flachland, oje, die sind die anderen Nationen rund um uns viel stärker. Und unsere Milizarmee war nicht so stark. Okay, und dann haben sie gedacht, ja, man könnte Festungen bauen. Nach 2 Jahren, man hat das alles in die Schubladen gesteckt und gesagt, nein, zu teuer, etc., etc., auf und ab, wir müssen eine andere Taktik machen. Und dann in 1933 haben die Franzosen angefangen, Festungen zu bauen. Und nach den Franzosen sind dann gekommen die Belgier und die Holländer. Und anfangs 1934 haben die Schweizer, ja, vielleicht, auch nicht schlecht. Wir nehmen noch diese Pläne von der Schublade hinaus und verfolgen wir das auch. So damit, man hat angefangen, einen Kredit zu fragen am Bund, um Festungen zu bauen in die Alpen. Und sie haben einen Kredit von 220 Millionen bekommen, um Festungen zu bauen. Schlussendlich, wo sie begonnen haben, im 1838, die erste Festung, die wurde gebaut, im Kanton Graubünden, die älteste ist natürlich La Muraglia Nossadona vom Bischof von Chur, 1211. Aber die Festung, Militärfeste, die wir momentan haben, die erste war die vom Christawald, ungefähr 1935, indem dass man wusste, wenn der Mussolini, der kürzeste Weg von Italien nach Deutschland ist der Splügerpass. Also haben wir dahinter ein Bisokano, wo bis an eine bestimmte Strecke hätte schöner können schießen. Und dann in 1936 haben die Pläne angefangen für die Festung von Maloja und mehrere andere Pläne. Pläne 36, Arbeitsbeginn 38. Man wusste, der Mussolini hatte in Lombardei bereit 6 Divisionen Soldaten, wer Militär gemacht hat, weiß eine Division 30.000 Soldaten. Er war bereit mit 180.000 Soldaten die Schweiz zum Angreifen. Und so damit hat er auf der anderen Seite von Moreto, das ist der Tal, wo da hinten geht, eine Landstraße, nicht gerade so breit wie die, wo jetzt da hochkommt, sagen wir 2/3, wo er mit kleinen Fahrzeugen hatte, konnte bis oben am Moreto fahren und hat dorthin 2 Kasernen gebaut. So damit. Die Schweizer Armee hat sich gesagt, oho, wir bauen eine Festung in Maloja. Und das ist die typische Festung anti-Mussolini. Das war die Visitenkarte. Der Mussolini musste wissen, auf Französisch, d'ici, tu ne passes pas. Hier kommst du nicht vorbei. Und war die einzige Festung, wo nicht getan wurde. Er musste sie sehen. So damit reden wir jetzt ein bisschen von Taktik. Man wusste, dass Mussolini, sein Freund Adolf, am 18. Juni 1940 hat er getroffen in München. Und sie haben gelernt, um die Schweiz anzugreifen, braucht es mindestens 23 Divisionen, 680.000 Soldaten mit vielen Verlusten. Und jetzt kommt unser Glück. Unser Glück ist einfach gewesen, viele Schweizer sagen, ja, für die Schweiz 3-5 Tage und die Sache ist erledigt. Nein,
Die Geschichte ist ein bisschen anders. Man weiß, dass der Hitler hat den Krieg durch Belgien und Holland Frankreich besiegt, damals die stärkste Nation von Europa, hat sie besiegt. Und dann in der Normandie ist in der ersten Begegnung gekommen gegen die Engländer und gegen die Amerikaner. Und mit seinem Smith-Flieger hat er die erste Schlappe gekriegt. So, dann muss der Mussolini sagen, einen Moment, da muss ich mich ein bisschen da verteidigen. Momentan kann ich die nicht gerade Soldaten geben. Und dann passiert das Zweite, das Glück, dass der Hitler hat den gleichen Fehler gemacht wie der Napoleon, die glorische Idee gehabt, wir greifen auch noch Russland an, warum die Russen sind gekommen. Und die Russen haben eine ganz billigste Variante gemacht, wie mit dem Napoleon. Sie haben sie zurückgezogen in die Sibirien. Und so damit ist wieder der Winter gekommen und die Ausrüstung von den Deutschen war nicht so gut. Und haben sie angefangen, Schwierigkeiten zu kriegen. Und die Italiener waren in Griechenland und in Nordafrika, mussten sie auch die Soldaten zurücknehmen, auch nach Russland schicken, um sie verteidigen. Und die Geschichte war vorbei. Ganz klar. Und so damit, man hat die Schweiz nicht angegriffen. Also, sie hatten die Kommunikation Radio Vero nicht. Es dauert 30 Sekunden, aber gut zu hören, wie die Taktik war von der Schweizer Armee. Soldaten unserer Heimat, der Krieg ist nicht beendigt. Waffenstillstand bedeutet noch nicht Friede. Wer sich verteidigen will und sich zu verteidigen weiß, die Hütten, die Alpenübergänge, die hüten sie bis zum Letzten. Unser letzter General, der General Guisan, der Herr da. Ja? Okay, wir haben General und Kriegswart. Falls Sie nun Lust haben, sich etwas zu bewegen, dann können Sie auch die Kantonsstraße weiter hinuntergehen und dort gegenüber des Kulmhotels auf der rechten Seite zur Aussicht gehen. Je nach Schneelage kann man dort wunderbar auf den Fels steigen und hinunterblicken oder vielleicht unterhalb vom Parkplatz. Oder Sie vertreten sich einfach ein bisschen die Füße. Sie können auch gern hier sitzen bleiben. Diejenigen, die losgehen, werden früh genug zurückgerufen werden. Wir werden uns dann wieder hier am Bushäuschen treffen. Und die sitzen bleiben, werden dann eh schon hier sein. Weiter geht es mit der Festungsführung. Wir hatten 33 schlaue Schweizer Soldaten. Die haben nicht schlauer gehabt als Karte, als geografische Karte, sondern die Deutschen übergeben, wo die Bunker versteckt waren in der Schweiz. Sie wurden erwischt und wurden prozessiert und 17 davon wurden erschossen, da auf die zweite Karte, und wurden erschossen von den anderen Kameraden als Verräter. Okay. So damit die Festung Maloja. Die Festung Maloja, die hatten drei Festungen. Die haben diese Festung, die haben eine Festung auf der anderen Seite der Tal. Ich werde Ihnen dann zeigen, die Kaverne. Und wir haben die Festung oben vom Pass, eine von der letzten Kurve vom Pass. Das ist die Ganzone-Festung. Und die drei Festungen hatten sie Verbindung. In denen, wenn man eine angegriffen hätte, hätten die zwei anderen sie verteilt. Und genau das Gleiche vis-à-vis. Und wer den Maloja-Pass kennt, zuoberst ist eine Festung und die hatte auch zwei Endgestell, eine zum Daschützen und eine zum Schützen richtig Bergell unten. Und gleichzeitig der Ganzone-Bunker hatte das Sprengkommando hinein, um den Maloja-Pass zu sprengen, indem man hätte die Panzer von Mussolini, die Fiat-Panzer, 3,5 cm Blech, hinaufgelassen. Theorie praktisch vorne gesprengt, hinter gesprengt und dann von diesem Bunker da, wo wir werden besichtigen, ein Kanone, wo diese Panzer geschossen hat. Hier sehen wir so schön da sind. Sie hätten da drin 8 Monate Militär können machen, ohne hinauszukommen. Sie hätten Wasser genug gehabt, nur von dem Kondenswasser, das in die Felsen hinunterkommt. Und plus hätten sie 2 Tankreserve gehabt von 4.000 Liter.
Diese Festung sind 90 bis 110 Soldaten drin gewesen. Würde ich sagen, noch 75, 77 haben sie schon noch Dienst gemacht in dieser Festung. Wie hat es funktioniert? Fabriksystem, Schichtensystem. Jeder Schweizer war, der Militär gemacht hat, ich war Grenadier, Adjutant bei der Grenadier, wir hatten ungefähr jeden vierten Jahr Mobilmachung. Mobilmachung heißt, ein Rücken ist Militär, wir sind immer in Milizarmee, aber jeder Schweizer hat sein Gewehr und die Notmunition zu Hause. Also man rückt hinein, wie wenn es Kriegsfall wäre, aber wir sind noch nicht im Krieg. Das ist der Miliz der Schweizer Armee. Und die hatten Mobilmachung während des Zweiten Weltkriegs. Und dann haben sie Fabriksystem gehabt. Ein Drittel, wo diese Truppe hat geschlafen, ein Drittel war in der Truppenunterkunft drin, was sie gemacht haben, werde ich nachher gerade erzählen, und ein Drittel war draußen auf die Wachstelle. Und wenn die Alarm gekommen war, wieder Murmeltier, wenn der andere kommt, zwei Piepen waren wir alle drin und bereit zum sich verteidigen. Also, man hätte, ich kann auf den ganzen Pass schießen, man hätte die Panzer von Mussolini hinauflassen kommen, den da drin, beim Ganzoni-Bunker, man hätte den Pass gesprengt, hier, da unten, und man da unten, wenn eine lange Strecke gibt, geht auf der linken Seite in ein kleines Gehäuse. Und alle meinen, das ist hier eine vom Kanton, die über die Straße machen. Nein, das ist ein Panzersperregehäuse vom Militär. Die hatten viele Orte da in die Schweiz, in die Gemeinden, haben sie zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder alte Gleise, Zuggleise, um die Panzer zu bremsen. Oder man hatte so Schach gehabt, wo man hätte den können sprengen der Straße. Mit der Castasegna war es so eine, da unten war es so eine, Ponte della Carroggia, wo der Carroggia überkommt, war es so eine. Da, wo man richtig zielt, geht es genau zwei Orte, wo man konnte kleine Brücke springen. Und dann waren die Panzer dort. Und dann haben wir sie einfach begrüßt mit diesem Kampf. Okay, jetzt könnt ihr da dran schauen. Und dann könnt ihr da dran schauen. Und da seht ihr die Straße besser als da drüber. Und dann müsst ihr einfach vorstellen, da steht jetzt ein Panzer. Und wenn ein Auto ist und der Schuss dahin kommt, auf diese Distanz von 350 Meter, sehr wahrscheinlich muss man das Auto auf der Binnenstamm suchen, warum der wird dann rumschlagen. Man kann sich gar nicht vorstellen, 14 Schuss in die Minute. So, falls Sie aufgestanden sind und nicht mehr im Bushäuschen sind, vielleicht stehen Sie unten an der Aussicht ins Bergell oder Sie haben den falschen Felsen entdeckt, der oberhalb der Straße am Hang steht, hinter dem sich ein Geschütz verbirgt, wie dem auch sei, begeben Sie sich jetzt gemütlich wieder zurück zum Bushäuschen, falls Sie nicht eh schon dort sitzen. Sie müssen sich nicht beeilen, Sie haben genug Zeit, wenn Sie jetzt langsam losgehen Richtung Bushäuschen. Wenn Sie dort angekommen sind, dann warten Sie einen Moment. Ihr seht da, hinter euch waren 18 Bettler. Da hinten. 18 Bettler. Und dann passiert die Katastrophe. Der Bund, Militär, kein Interesse da war. Wir wollten schon im 92er ein Museum machen. Ich war Präsident von dieser Kommission, der Loser Konferenz Moritz. Dietrich Waldaus Sil, wir waren eine Kommission. Wir wollten schon damals ein Museum daraus machen, aber es hätte uns ungefähr 2,5 Millionen gekostet. Und dann kommen die zwei Fragen. Die Gemeinde hätte das sollen übernehmen, damals noch die Gemeinde Stamper.
Und dann kommt meine zweite Frage, was passiert, ist das uns misslungt? Müssen wir alles rausnehmen, was drin ist? Man hätte den uns sehr wahrscheinlich Alcatraz San Francisco besuchen können, von den Schulden, die wir gemacht hätten. Und zweitens, gar nichts gegen die Pro Natura, aber die ganze 40.000 Quadratmeter dieser Festung steht in dem Pro Natura-Gebiet, Naturschutzgebiet. Und wenn man dorthin etwas will machen, naja, Brief hin, Brief her, Brief hin, Brief her. Und natürlich, wo der Pro Castello das übernommen hat, die Stiftung ist noch höher als die Pro Natura. Und dann haben sie verhandelt mit der Pro Natura. Die Pro Natura musste mitmachen. Und das war in dem so. Wenn ich mit der Taschenlampe noch so gegen das Bild, hätte ich mir ganz gut geschrieben. Gut. Also hat es ausgesehen. Das ist nicht Schnee, das ist Schimmel. Das war ein Beobachtungsposten, dass sie hätten können kontrollieren, wenn der Mussolini mit seinen Soldaten über den Boreto Pass gekommen wäre. Und dann nach Cavloccio, heißt Canin, ist eine zweite Staumauer dort. Dort ist eine zweite Hütte dort und die haben Telefonverbindung gehabt nach unten und sie hätten die Schweizer Soldaten können alarmieren, Achtung, der Mussolini kommt. Jetzt, Armee 95. Und die Armee 95 gekommen ist, man hat angefangen, auch die moderne, die so atomsichere Festung zu kostet nun zu viel der Schweizer Armee. Da, wenn man ja die Maloja-Pass runtergeht, unter dem Hotel Kulm, geht der Wanderweg Richtung Cavloccio. 100 Meter nach hinten. 50 Meter auf dem Wanderweg ist eine atomsichere Unterkunft darunter. Zuerst mussten wir suchen, wo der Eingang ist. Hoher Grad bis da. Okay. Nachdem, dass wir gefunden haben, wir das Loch aufgemacht. 8 Meter runter. Und dann, alles Beton, man geht hinein, trocken. Kein bisschen Feuchtigkeit. 25 Personen können in einem Atomangriff da drin stehen. Man weiß, ein Atomangriff geht 5 bis 8 Tage, Strahlen gehen weg, man kann wieder hinauskommen. Was man findet, weiß man nicht, aber man kann wieder die Strahlung sollte weg sein. Und da, wir sind da unten. Und wenn man den Maloja-Pass hinaufkommt, steht auf der rechten Seite aus Granitstein gemacht, willkommen in Maloja in Blau. Das ist der Notausgang von der Festung. Ja, das ist der Notausgang. Blöderweise, vor 2 Jahren, die Pro Natura, das ist ein Eldorado vom Wild, also Naturschutzgebiet, keine Jagd. Sie haben die glorische Idee gehabt, wir machen dieses Naturschutzgebiet auf, um auf die Jagd zu gehen. Für mich eine Blödsinn. Man weiß, wie die Jäger sind. Wenn sie etwas brauchen, sind sie schießen einfach. Und dann haben wir einen Schuss im Dorf unten. Da haben wir es 2 Jahre wieder zugemacht und jetzt wieder blöd. Jetzt machen diese Siedler auf. Dafür machen sie zu, doch noch nach dem Camping. Es passiert etwas im Dorf. Kann ich euch schon sagen, dass da oben irgendwo schießt ein und ein Schuss kommt im Dorf. Das kann ich euch schon jetzt sagen. So. Wir verlassen jetzt diese militarisierte Zone und gehen wieder zurück in Richtung Dorf, vom Bushäuschen aus, die Kantonsstraße hinauf, bis zum ersten Zebrastreifen dort vorne. Den werden wir dann überqueren. Und noch ein Stückchen weiter bergauf gehen. Gehen wir los. Wenn Sie den Zebrastreifen erreichen, überqueren Sie hier vorsichtig die Straße
und gehen auf der anderen Seite noch ein Stückchen weiter links bergauf. Da kommt dann eine Postautohaltestelle und kurz nach der Postautohaltestelle, noch vor dem Sportgeschäft Giacometti, ist ein gelber Wanderwegweiser an einer Straßenlaterne. So, jetzt sind wir dann hier an der Abzweigung beim gelben Wanderwegweiser, noch vor dem Sportgeschäft Giacometti. Und hier bei diesem Wanderwegweiser, der an einer Straßenlaterne ist, biegen wir nach rechts, biegen wir nach rechts auf dieses kleine Sträßchen in Richtung des Skilifts Ela. Und wir gehen jetzt bis zur Talstation des Skilifts Ela. Mein Name ist Julia Besimo. Ich arbeite bei Pronatura Graubünden seit jetzt genau einem Jahr. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und bin zuständig für die Schutzgebiete im ganzen Kanton. Und ich bin auch noch dafür zuständig für die politische Seite, also für die Stellungnahmen und die Beurteilung von Baugesuchen. Also es ist sehr unterschiedlich, welchen Bereich man da in der Region anschaut. Wenn man unser Schutzgebiet anschaut, gibt es eigentlich wenig Entwicklung. Das ist ungestört, aber da es so hoch oben ist und ein sehr saurer Boden ist, entwickelt sich da nicht viel. Wenn man aber generell jetzt da im Bergell schaut, hat die Biodiversität, denke ich, eher ein bisschen abgenommen. Es ist aber nicht so schlimm wie im Mittelland, weil wir haben doch relativ viele wilde Regionen noch im Gebiet. Genau. Wir kommen hier an ein paar Gebäuden vorbei und irgendwann dort vorne ist auf der linken Seite so ein Parkverbotsschild und dort zweigt von der Straße der Weg schräg links ab. Schräg links fast geradeaus, links hoch. Dort kommt man zur Talstation des Skilifts. Wir nehmen dann diesen Weg zur Talstation. Also eigentlich das große Thema ist, dass der Natur genügend Platz gelassen wird. Die Natur wird immer mehr eingedämmt. Das sehen wir im Mittelland, aber das sehen wir jetzt auch in den Bergregionen immer mehr. Ein Thema sind zum Beispiel die erneuerbaren Energien. Da setzen wir uns stark ein, dass dieser naturverträglich gestaltet wird. Andere Probleme sind zum Beispiel die Zersiedelung. Also die Bauzonen werden immer grösser und verkleinern somit das Potenzial der Natur, sich überhaupt auszubreiten. Ja, es wird doch einiges gebaut. Es ist auch immer ein Abwägen beim Tourismus. Viele Gemeinden möchten noch mehr Angebote machen. Das heißt dann aber auch immer, dass noch mehr gebaut wird, auch viel zugepflastert. Ja, es ist nicht immer ganz so einfach anzuschauen, ja. So, wenn Sie jetzt die Talstation des Skilifts rechts vor sich haben, dann zweigt hier links ein breiter Weg hinauf. Das ist auch ein Winterwanderweg. Wir folgen diesem Weg hier links in dieses wunderschöne Wäldchen. Dieser Weg führt uns jetzt, es dauert einige Minuten, Sie können ihm einfach immer folgen, zu einem kleinen Friedhöflein am anderen Ende des Wäldchens. Folgen Sie einfach dem Weg bis dorthin. Psst.
Ski gefahren ist man schon auch. Da gab es ein Rennen auf der Ähler, da musste man halt draufgehen und runtergehen. Und was auch köstlich war, die Omen und die Donen, also die Männer und die Frauen, ja. Wir, also als Kinder, waren streng getrennt. Aha. Streng getrennt. Ja. Also die Männer gingen ganz andere Sachen als wir. Und auch die Skipisten waren, also die Männer, die hatten einen steileren Hang, da hier hinterm Schweizer Haus praktisch. Aha. Und wir Donen, wir durften die Piste machen. So. Ah, das so hoch, so hoch rauf. Aber runterfahren durften nur die Männer. Ah, sie haben präpariert wir und die Männer sind runtergefahren. Die Männer sind gesprungen und wir hatten die kleinen Hügel, die leichten Perledone. Ja. Perledone. So. Aber es war einfach so. Okay, also, und wie war das mit dem Verkehr hier? Die Straße gibt es ja doch schon lange. Die Straße war spannend, mhm. weil mein Vater war ja sehr, sehr lange hier im Vorstand der Kurverein und so und hat zum Beispiel damals 36 gesagt, dass man den Julia auch im Winter befahren könnte. Also insofern, und es waren die Straßen natürlich, da war erstens viel, viel mehr Schnee und dann gab es die Schneeschleudern, das war eine Sache und die andere Seite waren solche Schneeraupen, die hatten solche Räder wie Panzer jetzt und so und die schleuderten so den Schnee auf die Seite. Und oft war dann die Straße geschlossen unten, weil eine Lawine gekommen war. Und da sind wir runtergefahren mit dem Schlitten. Okay. Und das war spitze. Das am schlimmsten war, und da war Männlein und Weiblein gemischt. Aber beim Rodeln durfte man. Das durfte man. Und dann haben wir die Schlitten oft zusammengehängt und den letzten hat also da rumgeweht. Das war stell ich mir ganz toll vor. Spannend. Das war super. Ja. Und wenn man das dreimal gemacht hatte, dann war man krokki. Das glaube ich. Wie lange brauchte man, um wieder hochzugehen? Ja, das hat schon eine Stunde von Cabril, also mindestens. Das gedauert. Kann man sich auch heute gar nicht mehr. Ja, heute geht man nach Bergün, fährt hoch, ja, genau. runter, oder? Nix, aber da musstest du halt draufziehen. Ja, und das war dann das andere Hotel, das Kulm Hotel. Das gab es ja damals auch. Das war die Familie Kirchner. Und die waren auch speziell und die hatten Kinder, die waren so in unserem Alter und so. Und dann das Longin gab es auch. Und da waren also wunderbar die Preisverleihungen von den Skirennen. Also da gab es dann Preise, wenn Skirennen war. Und das war lustig. Es gab gemischte Skirennen für die Erwachsenen. Es waren natürlich Männer, die Frauen haben dann nicht mitgemacht. Ja, ja. Und die mussten teilweise Velo fahren, teilweise mit den Skiern und so. Und dann war da zum Beispiel so ein Schlitten aufgestellt, mit dem man sonst den Schnee weggefahren hat. Und da mussten sie mit den Skiern drüber. Und sind sie auch mal reingefallen und der Schuster, den nannte man Bagat, der Bagat ist reingefallen und die Skier wedelten darum, bis der rausgekommen ist. Da brauchte man kein Kino, das war toll. Hier vorne taucht jetzt ummäuert von einer kleinen niedrigen Mauer, je nach Schneelage ist die vielleicht auch eingeschneit, der kleine Friedhof auf. Der Eingang zum Friedhof ist auf der linken Seite. Wir müssen dort nicht hineingehen, aber schauen Sie einmal über das Türchen und auch je nach Schneelage erkennen Sie dort vielleicht das Familiengrab der Segantinis. Jetzt gehen wir weiter. Wenn man
vor dem Eingang zum Friedhof steht, geht linker Hand ein Weg daran vorbei, bergab. Wir nehmen diesen Weg bergab und folgen ihm bis runter zur Straße und auf der Straße dann nachher nach rechts und folgen diesem Weg bis zur Chiesa Blanca. Das ist die Kirche, das Kirchgebäude, das wir auch schon ganz am Anfang durch die Bäume vielleicht haben schimmern sehen von der Aussichtsterrasse auf dem neben dem Turm. Wir gehen jetzt zur Chiesa Blanca. Vielleicht noch ganz kurz, wenn wir gerade auf die Chiesa Bianca zu sprechen kommen. Die gibt es seit, oder es wurde renoviert 2002, bin ich da richtig? Wurde alles neu gemacht eigentlich? Nein. Das ist falsch. Ist falsch. Falsch, völlig. Die Chiesa Bianca, die hat der Graf de Renesse gebaut. Genau. Und zwar 1884. Ja. Hat die gebaut als anglikanische Kirche. Ja. Und war auch anglikanische Kirche. Und ist von einem berühmten belgischen Architekten Jules Rau gebaut. Und dann kam natürlich die Cholera, dann wurde das alles, kein Mensch durfte mehr rein. Und es ging dann der Graf pleite. Und die Anglikaner kamen halt dann nicht mehr so. Und deswegen wurde die Kirche katholische Kirche. Ja. Und war katholische Kirche des Dorfes bis im Dorf selbst 1967 die neue katholische Kirche gebaut wurde. Das ist die Kirche gleich vis-à-vis. Beim Schweizer Haus. Genau, beim Schweizer Haus. Genau. Unten an der Straße können Sie die Chiesa Bianca, die weiße Kirche, schon rechts vorne sehen. Folgen Sie der Straße in dieser Richtung. Und dann wurde diese desakriert, war nicht mehr Kirche. Und dann kam ein Pfarrer aus Genua und der hat eine Jugendherberge draus gemacht. Da waren also Stockbetten drin. Aber dann war der Pfarrer alt und da kam er nicht mehr. Ja. Und dann blieben die Betten drin und es fing an reinzuregnen und die Fenster bestanden aus Plastik. Es war wirklich sehr, sehr traurig. Ja. Aber keiner hatte Interesse und es kursierten auch die Gerüchte, man könnte eine Sprengübung machen oder eine Feuerwehrübung oder so. Also man redet ja viel, aber auch das wurde besprochen, nachdem eben Segantini da aufgebracht war und Giovanni genau. Giacometti ihn gemalt hat, habe ich die Kirche im Baurecht übernommen. Ja. 95 ja. oder 96. 95, 96 genau. war das. Und seither gibt es regelmäßig im Sommer, genau, immer Ausstellungen. Und genau. Liebe Spaziergängerin, lieber Spaziergänger, gehen Sie unbedingt dahin. Sie bekommen eine wunderbare Erklärung auch und eine Erzählung vielleicht auch von Gioconda Segantini. Ja. Sie machen das nämlich sehr gerne. Natürlich. Und sehr ambitioniert und sehr, also man hat wirklich, man bekommt etwas. Und es ist sehr persönlich auch. Ja. Das ist wunderbar. Und es ist so eine schöne Kirche. Also, und dann hatte jemand angerufen, hat er gesagt, er kennt einen Cellisten, der ein Stradivari Cello hat. Mhm. Ob er die Kirche mal, ob der Klang mal. Und der war dann heute hier um 11 mit seiner Stradivari und hat da gespielt, ein paar Bach-Toccaten. Also solche Momente vergisst du dann nicht mehr, dein Leben lang. Das ist einfach einmalig. Dreams do come true. But it's up to you to be true and allow the dream to become true and then your dream can come through. Wir folgen der Straße und lassen die Chiesa Bianca hinter uns. Wir folgen der Straße Richtung See. You don't know where and you won't know when. Something great is about to happen. I'm always ready for the unexpected. 'Cause I was working all night when I'm in my bed. You don't know where and you won't know when. Something great is about to happen. I'm always ready
for the unexpected. My job is working all night when I'm in my bed. And he said, ask and you shall receive. And he gave to all who believe. He said, seek and you shall find. And all who did was happy over time. He said, knock and it shall be open. What are you waiting for, my friend? This earth belongs to him. Find him, you find everything. Even the sun that was shining, it was shining for you. And the rain that was falling, it was falling for you too. You don't know where and you won't know when. Something great is about to happen. I'm always ready for the unexpected. Cause I've been working all night when I'm in my bed. So rise up this morning to a brand new day. Links unten sehen wir jetzt, während wir der Straße weiterfolgen, zum ersten Mal dieses riesige Maloya Palace Hotel. Hören wir etwas über den Architekten, den Graf Dürrenes. Folgen Sie dabei weiter der Straße. Also erst einmal muss man sagen, dass dieser Graf Dürrenes einfach ein Visionär war. Der hat dieses Riesenhotel, hat 1400 Quadratmeter, ich weiß immer nicht, Unmengen Grund und Boden hier gekauft, wollte ein Monte Carlo der Alpen machen. Genau. Also das war seine Vision. Dann hat er angefangen, dieses Hotel zu bauen. Und was revolutionär war, er hat den Inn, der ja hier fließt, hat damit ein Elektrizitätswerk gebaut und hat dieses Hotel voll elektrifiziert. Wahnsinn. Damals, also das muss man sich vorstellen. Ja. Dann hat er oben das Schloss gebaut, hier also ganz Maloya gebaut, wunderbare Wege angelegt. Also er hat aus diesen Hütten, Katmate, Capolago, Pila, was weiß ich was, ein touristisches Highlight gemacht. Mich würde immer wundern, wie ist dieser Graf drauf gekommen, dass man das hier machen muss. Der musste hier ausgestiegen sein und sagte, In St. Moritz ist er nicht geblieben. Nein. Der war ja zum Kuchen in St. Moritz. Es ist eben so. Genau. Der kam hin, also aber sie wollten ihn auch nicht. Also der wollte auch nach Sils und so. Also Konkurrenz nicht. Und hier war noch nicht so viel Konkurrenz. War nicht so viel. Ja. Er hat halt die Böden von den großen Bauern, Baldini und Konrad und wie die halt alle hießen und so. Aber wir hatten einen Golfplatz, da gab es in St. Moritz noch keinen und so. Ja. Also ich bin schon sehr stolz und er hat es toll gemacht. Und auch nach ihm, da brach ja die Cholera aus, da war das dann alles aus, die Geschichte. Aber nach ihm war es dann ein Herr Walter und so. Und auch zur Zeit von Segantini. Ja. Segantini kam ja 1894 nach Maloya. Da war die Noblesse der ganzen Welt. Die kam aus New York, aus Paris. Nach Maloya. Unglaublich. Ich meine, das muss man sich vorstellen, wie das war. Da waren wirklich vornehme, tolle Leute hier. Und es war im Palace die Royal Shakespeare Company. Ja. Die ersten Filme wurden gedreht, Scala di Milano ja sowieso und so. Also da war wirklich was los. Und das war natürlich toll und da sind die Zeiten dann übereingerollt. Aber das war der touristische Anfang von Maloya. Und Sie fragen, wie das jetzt ist. Also noch vielleicht kurz, man muss unbedingt das Palace besuchen, weil da ist nämlich auch noch das Theater, also die alte Bühnen sind da, die Emporen, wo die Konzerte gespielt haben. Das ist also sehr eindrücklich. Und wenn man da mal drin war, dann merkt man einfach auch diese Zeit. Ja. Also das die das ist geatmet absolut. Hat, oder? Es ist eben nur nicht immer möglich, weil viel orthodoxe Juden hier einfach das Hotel dann mieten. Und
da ist es immer so ein bisschen schwierig, weil die eigen sind, auch mit der Küche, weil das ja alles koscher sein also muss. Also essen kann man so. Zum Beispiel dann nicht in dieser Phase. Das ist auch nicht, also das ja. ist immer so eine Sache, man muss fragen, genau. geht es jetzt gerade, geht es ja. nicht. Aber es gibt auch Zeiten, wir sprechen oft hier, ich habe ja viele Menschen in der Kirche, die sind im Palas und finden ja. das also köstlich, ja, wie das da läuft, da läuft und organisiert ist. Aber die haben auch ein Restaurant. Aber ob ja. das offen ist oder wann das ja. offen ist, weil der Besitzer ja nicht vor Ort ist. Genau. Also es waren ihm auch sehr interessante Möglichkeiten mal an die Hand gegeben worden, wo das Palas sicher sehr interessant gewesen wäre, aber er ist halt kein Hotelier. Er macht es ein bisschen anders und hat natürlich auch große Schwierigkeiten. Ja. Also hier ist alles, was anders ist. Wird mit Argwohn auch mal. Also es Argwohn. Ist so eine Schweizer Wart. Oder man wartet mal zuerst. Man wartet mal mhm. oder sagt no. Genau, das war gleich nein. Genau, also das ja. ist einfach so, aber dafür macht er das gut. Und eben vorher waren viele, viele Jahre belgische Kinder da. Das weiß ich ja auch noch. Und das war voll. Super. Ja. Und wenn die alle nur eine Tafel Schokolade gekauft, eine Tüte Chips oder so, aber 600 ja, praktisch immer zu, das macht natürlich was. Die hatten Skischuhe, die mussten hier gerichtet werden, die mussten geflickt werden. Also der Wegfall von denen ja. war ein herber Verlust. Ja. So, wir kommen jetzt dann hier vorne an eine Abzweigung, eine Kreuzung. Geradeaus führt der Weg zum Campingplatz von Maloja. Die Wegleitung wird hier geradeaus weitergehen. Links hinunter käme man zum Ufer des Sees und später auch zum Palas Hotel. Diesen Weg werden wir später machen. Wenn Sie jetzt von hier aus sehen, dass der See gefroren und freigegeben ist, also dass der Wanderweg auf den See geöffnet ist, können Sie auch, wenn Sie möchten, dort runter und auf dem See flanieren, anstatt hier rechts mit uns zum Campingplatz zu kommen. Ansonsten folgen Sie uns einfach bis zum Campingplatz hier geradeaus die Waldstraße entlang. Ich freue mich jetzt sehr, dass ich hier eine ganz wichtige Person vis-à-vis von mir habe, der natürlich maßgeblich diesen Zeltplatz der letzten, ja, sagen wir, 20, 30 Jahre mitbestimmt hat. Fast 40. 40, unglaublich. Ja, vielleicht stellst du dich gleich kurz mal vor. Das wäre super, dass wir ein bisschen etwas über dich hören. Wer bist du? Das kann ich gerne tun. Ich heiße Max Bittin. Ich komme aus Zürich eigentlich, kam als Surflehrer her und habe dann nach zwei Saisons Camping begonnen für den Touringclub Schweiz und habe das 1984 am ersten Saison gemacht. Und die war ein bisschen schwierig, in dem Sinn nicht, aber sehr ungewöhnlich. Ich wusste nicht genau, was auf mich zukam, aber das war dann am Schluss eigentlich war es ganz gut, sonst hätte ich es nicht 39 Jahre gemacht. Also ich hatte ja 2 Jahre dort gearbeitet als Surflehrer. Ja. Und das hat mich ein wenig nach Kanada, da wo ich war, mal kurz eine Reise gemacht, erinnert. Und das hat mich natürlich dann schon irgendwo festgehalten. Okay. Und dann habe ich meine Liebe getroffen. Ja. Und so... Als Unterländer quasi. Als Unterländer, ja, als Zürcher. Und dann noch als Surflehrer, ist ja, ja schon auch noch speziell, ja, oder? Ja, der Wind hat mich halt hierher gebracht. Ja, wir haben dann eigentlich gedacht, meine Frau, also meine Freundin dazumals und ich, habe ich sie gefragt, ob sie mir helfen würde. Da meinte sie, ja, ja, man könnte das mal versuchen. Da gaben wir uns mal 5 Jahre, mal schauen, was passiert. Und dann kamen halt dann die Kinder, waren dann schon da und dann ging es einfach Jahr für Jahr weiter. Genau. Und dann hat sich das Ganze auch immer mehr entwickelt. Also das Camping wurde immer
attraktiver für die Leute, vor allem für Leute, die naturverbunden sind, haben wir sehr viel gehabt. Und dann hatten wir 7 gute Jahre zuerst, dann 7 schlechte Jahre. Vom Wetter her schlecht, einfach, das war dann einfach ein bisschen also zu kalt oder ja, einfach viel regnerisch so. Und ja. Kalt. Früher hat es ja eigentlich jeden Monat einmal geschneit, das war normal, das war gar nichts Besonderes, aber 15 cm und dann kam die Sonne und dann ging das einen halben Tag und dann war es wieder weg. Aber das war natürlich dann alles nass und die Leute kamen dann erst später wieder, als es abgetrocknet war. Das war, ich weiß gar nicht, stimmt das? Ist es der höchstgelegene Campingplatz Europas oder stimmt das eben gar nicht nein, ganz? Nein, es stimmt nicht genau. Ich glaube, es gibt noch irgendwo in Frankreich und es gibt, ich glaube, der Camping Morteratsch, Blauens, ich denke, der ist noch ein paar Meter höher. Aber er ist einfach schöner. Aber das, ich sage immer, der höchste Campingplatz in Europa an einem natürlichen See gelegen. Das stimmt mit Sicherheit. Das stimmt mit Sicherheit, genau. Also auch eine, man ist schon diesen Naturgewalten eigentlich schon sehr, ich sage jetzt mal, ausgesetzt. Kann man sagen, oder? Und es sind wahrscheinlich, also ich weiß jetzt nicht, frage dich, die Leute, die hierher gekommen sind, schon auch so, ja, eher so Leute, die auch das ganz bewusst gesucht haben. Ja, ein bisschen also abenteuerlich vielleicht oder? Auch und ja. Naturverbunden, ja. Was ich schon mal angesprochen habe. Ich denke, derjenige, der das Camping sucht, auch heute noch ist es so, mit allem Pipapo, den sehen wir nicht. Das ist sicher so. Ja. Also wir haben schon immer noch die gleiche Klientel, auch wenn der Camping sich entwickelt hat, wie er auch musste, mit den sanitären Anlagen, mit Strom und Restaurant, das kam alles da langsam da hinzu. Und sind denn das auch Auflagen gewesen, die ihr plötzlich erfüllen musstet jetzt, also als Betreiber quasi? Eine große Auflage war, das war früher, 1900, lass mich studieren, 86. Weil im 85 hatten bis zum 85, also 84, 85 war es noch alt. Der Camping besteht seit 1957 und da gab es so ein Grubensystem. Ne? Da hatte man zuerst das Dicke aufgefangen, dann das Dünnere und dann nochmals rauf und dann ging es in den Bach. Ah, okay. Ja. Und das war dann halt einfach um diese 1985 wurde das abgesprochen, das durfte man nicht mehr. Da war dann die Gemeinde und der DCS auch angehalten, eine Zisterne zu bauen, das heißt ein Tank. Ja. Und der Tank wurde so gebaut. Das ist dann dem Renato Maurizio zu verdanken. Der hat dann einen riesen Luftschutzkeller gemacht, aus Beton, Armierbeton eigentlich. Und das war dann auch der Fäkalientank. Und darauf hat man dann das Holzhaus gestellt. Und ich kann mich gut erinnern, als er mir sagte, hör zu, ich baue jetzt ein Haus. Das stimmt überhaupt nicht in den Portionen. Also das Haus ist viel zu grob, also viel zu, sage ich, nicht verhältnismäßig zu der Höhe. Das ist nicht lang genug, es ist zu breit, aber es stimmt einfach nicht. Aber ich bin sicher, in ein paar Jahren wird das Haus stimmen, da kannst du hinten und vorne anbauen. Und das hat man dann auch getan. Zuerst kam das Restaurant vorne drauf. Und dann hinten kamen die Duschen rein. Und jetzt sieht es aus wie eine Almhütte, wo man Kühe melken könnte. Jetzt irgendwann haben Sie vielleicht den Campingplatz erreicht. Oder falls Sie auf dem See entlang spaziert sind, können Sie irgendwo rechts diese Bucht erahnen, in der der Campingplatz liegt. Sie können sich jetzt hier ein bisschen umsehen und die Magie des Ortes genießen. Falls kein Schnee liegt, stellen Sie sich diesen Ort mit bitterer Kälte und meterhohen Schneewänden vor. Falls es Winter ist, stellen Sie sich vor, dort vorne am See baden zu gehen, surfen zu gehen oder eine Pizza zu genießen.
Und ihr habt immer da gelebt, auch im Haus selber? Oder habt ihr jeweils auch neben... Im Haus selber konnte man nicht leben. Das okay. war nur zum Arbeiten. Okay. Wir hatten dann vom Touring Club einen Wohnwagen gestellt bekommen für meine Familie. Und da hatten wir dann drin gewohnt. Also in den Sommerferien, früher immer und nachher, also immer einfach in den Sommer, in der Saisonzeit. Später dann, als die Kinder zur Schule gingen, natürlich nur noch in der Ferienzeit. Ja. Okay. Und so war ich dann einfach oft, also meistens auf dem Campingplatz im Sommer. Ja, verstehe. Was macht man in der Zwischensaison? Die Zwischensaison, die ist sehr wichtig für uns, also für mich speziell. Weil da kann ich mich erholen, da kann ich wieder so ein bisschen zurückreflektieren, was alles gegangen ist, ob ich noch auf diesem Weg bin, wo ich gerne wäre. Und ohne diese Zeit würde ich es wahrscheinlich nicht können und würde einfach wie so ein Rädchen vorwärts drehen, ohne dass ich es merke, wohin es dreht. Also es ist schon wichtig für mich. Also du nutzt die Zeit eigentlich für die so Komplettation, dich in dich zu gehen. Ja. Auch vielleicht überlegen, was hat eben funktioniert, was kann man noch auf jeden Fall anders machen. Auf jeden Fall. Das ist also nämlich sehr speziell hier oben, also in der Zwischensaison, oder? Meine Kollegen früher hatten gesagt, dass sie da hochkamen und das anschauten, sagten sie, Mensch Max, wo gehst du hin? Da ist ja gar nichts los. Und dann dachte ich so, habe ich ihm gesagt, schaut mal rum, da ist sehr viel los. Dass die Natur ist immer anders, jeden Tag. Aber das verstehen die Städter kaum. Es ist natürlich so, man hat ja jetzt immer, dieser Klimawandel ist da in allen Munden und das unterstreicht natürlich schon auch diese Sache. Nur, muss man sagen, wenn es wärmer wird es ja auch mehr Niederschlag geben. Jetzt ist es einfach so, man muss glücklich sein, dass der Niederschlag dann auch da runtergeht, wo man ihn möchte. Und nicht unbedingt irgendwo in Griechenland zum Beispiel. Oder dass es eben dann wieder hier bei uns schneit. Also wir hatten jetzt immer, eigentlich bin im Winter Skilehrer und ich habe jetzt immer gut gearbeitet. Ja. Dank den Schneeerzeugern, die wir haben. Diese schönen Kanonen, die man... Ja, man darf das nicht sagen, man darf keine Kanonen... Man das darf man ja nicht, Entschuldigung. Man erschießt keine Leute. Nein, natürlich nicht. Darum her, Schneeerzeuger... Schneeerzeuger. Jetzt habe ich wieder was gelernt. Ja, genau. Da muss man aufpassen, vor allem als Skilehrer, wenn man das dann sagt, Kanone. Gar nicht gut. Schauen Sie ein bisschen komisch, vor allem im jetzigen Moment, das ist nicht so günstig. Ja. Ja. Was sich verändert hat, ist ganz klar... Früher habe ich und meine Frau den Camping geführt. Und unsere Kinder, als sie älter wurden, haben dann ein bisschen mitgeholfen. Und heute haben wir neben den Kindern, also die Kinder jetzt keine Kinder mehr, sind jetzt erwachsene Menschen. Also die Tochter macht das Restaurant und der Sohn der Camping und ich bin Befehlsempfänger, wie ich so sage. Genau. Und meine Frau auch, aber wir sind immer noch dabei und helfen mit, wenn es uns braucht. Du bist immer noch an der Pizzamaschine, Ofen, oder? Maschine kann man dem nicht sagen, aber am Pizzatisch, sagen wir mal so. Übrigens, man muss das vielleicht noch ein kurzer Einschub, es ist einfach wirklich die beste Pizza. Ja, jetzt übertreibst du. Ich übertreibe nicht. Und wenn Sie können, vielleicht, lieber Spaziergänger, gehen Sie unbedingt ins Restaurant und nehmen Sie eine Pizza. Es ist wirklich ein Gedicht. Da muss ich noch einen Einwand haben. Es geht nur abends ab 6 Uhr. Richtig. Tagsüber gibt es keine Pizzen. Gell? Stimmt. Die gibt's aber es wäre abends. Schön, wenn mal jemand vorbeikommt. Ja. Absolut. Unbedingt. Nein, und überhaupt, also ich finde das Essen, übrigens überhaupt, das Essen ist sehr gut. Ja, jetzt müssen wir ist schon, ja, ich muss auch ein bisschen, man macht auch etwas ein bisschen, man darf das also wirklich sagen. Und wir machen da nicht schleimige Werbung, aber ich muss wirklich sagen, es lohnt sich einfach. Dankeschön. Enorm. Vielen Dank für diese Worte. Ja, genau. Also das einfach noch Worte. Als kleiner Einschub. So, wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg, wieder den Seeweg entlang, den wir gekommen sind. Außer Sie möchten sich ganz von der Wegleitung befreien, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, hier jetzt weiterzugehen bis nach Isola,
einem kleinen Dorf auf einer Landzunge. Und falls es nicht Winter ist, können Sie hier auch weiter geradeaus gehen bis nach Sils Maria. Wenn Sie unserer Wegleitung weiter folgen wollen, dann kommen Sie jetzt mit uns zurück den Weg, wie wir ihn gekommen sind, bis zu dieser Abzweigung, wo es dann rechts runter Richtung See und Palace Hotel gehen wird. Gehen wir los. Aber wo sind wir jetzt stecken geblieben? Habe ich den etwas hast du hast mir gesagt, oder du hast mich gefragt, Veränderung. Ja. Die Veränderung eigentlich ist dabei, dass ich heute, anstatt ich und meine Frau arbeiten, haben wir heute, also meine Kinder stellen Leute ein, also Jungen auch, Jungs, junge Leute, die kommen stundenweise. Und das sind jetzt mittlerweile, sind das etwa 4 angestellte Leute. Sind das Leute aus dem Bergell oder aus der Gegend? Teil aus der Gegend, nur aus der Gegend. Ja. Ich muss da vielleicht noch etwas einschieben. Mein Papa hat mir gesagt, als ich noch war etwa 14, 15-jährig, hat er mir gesagt, Max, schau, dass du einmal mit den Leuten arbeiten kannst, die in den Ferien sind. Dann hast du es besser. Sie sind viel toleranter. Und das habe ich mir gemerkt. Und dann müsste ich eigentlich sein Geschäft übernehmen. Und dann habe ich ihm leider den Korb gegeben. Ja, das ist schwer. Ich habe abgesagt, sage ich dem lieber so. Ja. Und das hat ihm schon gar nicht gepasst. Aber ich habe dann doch hinzugefügt, er hätte mir doch mal vor Jahren einen Wurm ein Ohrwurm eingesetzt. Und es stimmt, ich habe ihm dann das bestätigt, dass es so ist. Und das hat ihm dann schon auch gut getan? Ja, schon ein bisschen. Ich hoffe schon, aber im Großen und Ganzen war er schon nicht so angetan am Anfang. Aber er hat es dann schon geschluckt. Wie es so ist, oder? Ja. Du bist als Unterländer hier auch, das ist auch, finde ich, auch noch speziell. Ich bin, glaube ich, jetzt seit 20 Jahren immer wieder hier vor Ort. Oder wie empfindest du das? Hast du das Gefühl, du bist, wie sagt man dem so schön, voll integriert? Oder hast du auch am Anfang vielleicht ein bisschen kämpfen müssen? Also kämpfen, wenn man kämpfen muss, dann wird es schwierig, denke ich. Man kann nicht kämpfen für das. Man wird aufgenommen oder nicht, denke ich. Und das Beste ist, wenn man am Anfang nicht so viel spricht. Man hört viel, Zuhören. Man verarbeitet. Mhm. Und dann, wenn man was sagt, dann sollte man was Gescheites sagen. Und nicht irgendwie schnell eine Antwort loslassen. Das habe ich mir gemerkt. Mhm. Und ich denke, das hat bei mir auch, ich denke, ich bin schon ein Stück weit eingebunden. Also, bist du bei Vereinen dabei zum Beispiel? Nein, bin ich nicht. Turnverein, was gibt es da alles? Was machst du nicht? Ich hatte mal ein Eishockey gespielt früher und da habe ich da mal kurz mitgemacht. Aber ich bin eigentlich ziemlich, soll ich sagen, eigenständig. Autark. Ja, autark so, weil ich habe Sommer und Winter genug Menschenkontakt. Und wie gesagt, wenn ich dann wieder so weitermache, geht mein Rädchen doch wieder auf eine Reise, die ich vielleicht gar nicht möchte. Ja, man muss ja mit der Energie auch etwas. Also. Ja, ich fühle mich sehr zufrieden und sehr, sehr wohl hier, absolut. Möchte nirgends anders stehen. Wenn ich nach Zürich gehe, dann mache das nach einem, zwei Tagen bin ich froh, kann ich wieder gehen. Das ist mir einfach zu hektisch. Es kommt eher ein Boom auf uns zu. Oder es wird klimatisch nicht mehr möglich werden. Ja. Aber das ist hoffentlich nicht gleich der Fall. Ja, also ich denke jetzt da an Permafrost ist auch ein Thema hier, oder? Ich denke jetzt da zum Beispiel an Steinschläge oder ganze Erdrutsche, so wie in Bondo gewesen war. Das war ganz, ganz schlimm. Ja. Und da hofft man einfach, dass das jetzt nicht gleich so stark kommt. Genau. Ja. Ja. Gut. Wenn wir vielleicht noch gerade so bei der Natur sind, wie ist es mit dem Naturschutz? Der ist eigentlich schon noch relativ wichtig, glaube ich, hier in der Region. Der Naturschutz ist hier sehr stark. Also Pro Natura hat hier auch ein großes Gebiet, oder? Ja, vorne? Ja, beim Turm Belvedere. Das ist das ganze, der ganze Hügel dort ist. Also von der Pro Natura. Ja.
Und Naturschutz, Moorschutz, all das Zeugs hat schon bei uns sehr viel Einfluss. Also, und dann kommt noch die Borleder Seil dazu. Kannst du kurz erklären? Das ist ein Verein, ein Uferschützer vom Silser See und Silvaplaner See. Vielleicht auch St. Moritz, das weiß ich nicht genau. Ja. Die haben ziemlich viel zu sagen, was 200 Meter vom Ufer weg passiert. Das finde ich eigentlich ja okay. Man soll nicht alles verbauen, das sollte man sicher nicht. Aber man kann es eben auch teilweise ein bisschen übertreiben. Wie man alles gerne ein bisschen übertreibt. Ich glaube, es war ein Projekt auch da, oder? In Sils, habe ich gemeint, irgendwie einen Uferweg. Ah, ja, war der nicht geplant? Das war ein Veloweg, sollte erstellt werden, besserer, zwischen Isola und Sils. Genau. Und da geben sich immer gegenseitig die Schuld, dass es nicht kommt. Aber das ist schade für unsere Velofahrer, vor allem die älteren Leute, die diesen Innenradweg fahren möchten. Und der Innenradweg beginnt in Maloja und leider nicht in Sils. Genau. Aber das ist eine Sache, politisch ist schwierig. Da will ich mich nicht weiter äußern dazu. Das verstehe ich. Und in der Schweiz braucht es Zeit. So, absolut. Oder? Ich glaube, das ist etwas. Die Zeit hat gute Seiten. Ich denke, im Großen und Ganzen ist besser, man nimmt sich mehr Zeit, als man schießt irgendwo rein. Wahrscheinlich haben Sie jetzt irgendwann diese Abzweigung wieder erreicht, wo der Weg rechts runter in Richtung See führt. Wenn Sie noch nicht da sind, stressen Sie sich nicht, das ist kein Problem. Wir folgen auf jeden Fall dann bei der Abzweigung den Weg rechts hinunter Richtung See. In einer langgezogenen Rechtskurve umrunden wir diese Bucht und dort drüben, etwa auf der Höhe des Bootssteges, kurz davor, ist dann eine kleine Baumreihe und bei dieser Baumreihe werden wir dann links hineingehen und dort geradeaus aufs Maloja Palace zulaufen. Diese Fläche dort unten ist übrigens einer der Orte, an denen Segantini einige seiner berühmtesten Winterbilder gemalt hat. Das heißt, wir gehen jetzt hier hinunter bis fast hinüber zum Bootssteg und hören noch einige Stimmen zum Maloja Palace Hotel, noch einmal Gioconda Segantini, dann noch einmal den Geschäftsführer der Latteria und später zum Abschluss den aktuellen Besitzer des Hotels Maloja Palace. Hier über die Fläche geht, mit dem Blick rechts hinaus auf den See, kann man ganz dort hinten in der Ferne Muertas Mural sehen, wo eine Standseilbahn hinaufführt, noch hinter Sils Maria. Dort ist Segantini, dort in der Nähe, ist Segantini gestorben, auf dem Schafberg, an einem Blinddarmdurchbruch.
Wir haben jetzt die Bucht fast ganz umrundet. Hier vor uns sieht man schon den Bootssteg. Und ein Stückchen vor dem Bootssteg ist links eine Baumreihe. Und dort führt ein Weg hinein. Diesen Weg hinein nehmen wir aufs Palace Hotel zu. Wir hören ein Interview mit dem jetzigen Besitzer des Palace Hotels, Amedeo Claverino. Hello, Mr. Claverino. It's nice to meet you and to speak with you about Maloja. And of course, with all the people we have spoken, we ask a little bit, how do you came to Maloja? What is your background? Do you remember your first Maloja moment? Yes, of course. I remember very well when I rented Casa Baldini for the first time. I think it was 1987. And it was very nice, the experience, because it was a lovely house where I could have many guests. And so with me, a lot of my friends enjoyed the experience, and they called that house Chateau, I remember. A chateau, yes. It was built by a very ambitious and visionary man. Huh? Can you tell us a little bit about this man who made? Well, I don't know who built Casa Baldini where I was in 1987. What I can tell you is about who built the Maloja Palace that I purchased many years later. It was 2006. It was 2006. And of course, the negotiations to buy this property were entertained between me and some investors that took the option to buy the property in 2005. I was walking in the roads, in the streets of St. Petersburg, I remember, and I agreed to pay to them some money in order to buy the contract. Unfortunately, later I understood that I could do it without paying anything because I didn't know anything about the law in Switzerland, where this kind of contracts have no value if they are not notarized. So I paid, I think, 3 million francs for nothing. But anyway, this was 2006, you said. This was 2006, and the building, the property, the Maloja Palace, had been built by the famous aristocrat, Belgian aristocrat, that was Camille de Rennes, in 1884. So many, many years ago. And he was also a person with visions. That means, but it reminds me also a little bit on what you did. You have been there 2006, and then it was a long dream for you. You needed a lot of time till you really were there then. And it was 2018, or when did you? Well, I was already a person that made some bets on some properties on the real estate market in Italy with a decent success, because I purchased and developed something more like 300,000 square meters of industrial properties in Milan that I transformed in something that, if you go to Milan, is now called Zona Tortona. And in this area, all the developments I made became something fashionable for the fashion industry, for the design industry. And so they are not anymore some factories as they were in the past, producing goods, sometimes very heavy goods, because there was a big factory producing water turbines,
was the Italian leader that moment. And all these factories only have showrooms, atelier of architects, and fashion, everything that is linked to the fashion industry, in which Milan is, in fact, a city quite important as Paris and more than New York, I think. Milan and Paris are just, and the Italian designers had been and now are some of the most important in the world. Hier endet nun die Wegleitung. Sie sind frei, das Hotel zu umrunden. Sehen Sie sich alles an, was Sie interessiert, und lauschen Sie, solange Sie möchten. Wir verabschieden uns von Ihnen und weisen noch darauf hin, dass der Weg nach Maloja zurück hinter dem Palace Hotel beginnt. Alles Gute. And the aspect of design, how important was that for in you concerning your interests in the Maloja Palace? Because it's a very unique design. Well, concerning the Maloja Palace, I tried. It's very simple. I was negotiating the purchase of the Kronenhof in Pontresina, and so I wanted. Unfortunately, I had been surpassed by the Kulm of St. Moritz of the group Niarchos. So I felt a little bit disappointed. And so I called all the big hotels of the valley, because I really love this Engadine valley. But the only one that was available that time was the Maloja Palace. Because this French group said, if you give us some money, we will sell you the contract. And it happened one of the first months, I think March 2006. But at that time, I was driven only by the possibility to make an arbitrage between the price, that was the price for the property, and the price of the real estate properties, residential properties in the valley. So it was an arbitrage that was giving a certain comfort, and I did it. Finally, I did not implement the idea I had in my mind, because it was quite difficult. I fall in love with the property, and I manage the property as an hotel, even if, of course, I still hope that the hotel will be followed by apartments to be sold on the market, and still the hotel needs some more investments for the creation of a spa, and just the creation of a comfortable hotel, perhaps not a 5-star hotel, but a 4-star hotel, because sometimes when the weather is not really sunny, people like to go to swim in a pool or something like that. And this love story you told about, it took a long time to fall in love. Do you remember when you started to fall in love? It was 2006. You were in contact with the house, and was it in which year you really started to fall in love into the building? Well, you know, there are some people that say that the medium long-term investments are the short-term investments that were not successful. So, being not successful, this investment under an economic point of view, I followed that because I had this on my shoulders, and I began to love it as a home for myself and for my friends, because there is no other friend of mine with a house so big as this in the Engadine. So in fact, it's quite amusing to have the opportunity in some periods of the year to invite friends.
I unfortunately have not a family as I would have liked to have. I'm still looking for setting up something like that. But I enjoy having and sharing this house with some friends. And sometimes, in fact, I made friendship with some clients of the hotel. We try to imagine that someone visits the hotel the first time and you meet this person. Which is the thing you show this person the first? What is your favorite thing to show the person? Is there something? A place? Well, now we made a new lift, bringing people to the fifth floor that has a beautiful terrace from which you can... You can be touched by the beauty of the nature around surrounding the hotel. So that is, in fact, the first place I bring people, because I think that the view is a breaks your heart. The second is, of course, the ballroom, and the common areas that are quite exciting because of their size. And the fact that there are no other buildings around. So from each of these places, from each of these beautiful rooms, you can be in contact with nature. I have also seen on the internet, and also you told me about, I think the last time, that you are very... focused also on the topic of sustainability, and that there is not so much a carbon print of the hotel. I am personally obsessed by this topic, because I see how tragic is the situation of our planet, and we should have been much more concerned already 50 years ago, or at least when I was born. Unfortunately, in the last 60 years, people did not care as they were supposed to do. And so I am among those, unfortunately, few people that are really concerned and spend... a big part of their lives in order to try to convince people to become at least immediately CO2 neutral, to invest their life in something that is compatible to a sustainable life. That means to become a vegetarian, not to make families like the old families with five children each, or four or six children. We should be, in fact, careful about that. And also to invest the most of our means in renewable energy and in something that can produce a good solution for what is the situation now. Greenhouse gases in the atmosphere reached more than 520 parts per million, if we calculate and we talk about CO2 equivalent, only CO2 420, but CO2 equivalent, if you put also all the other greenhouse gases, is already 520. That is more or less the double of the concentration of CO2 that was in the atmosphere 200 years ago. So for those people that do not really care about this, this is a situation, in fact, in which we should care all, and not only for nature. In this case, in Maloja, is also beautiful just to see the nature beautiful. So there will be also the landscape. So when I see that there are some places close to here where you can build still things like factories, I become crazy. It's impossible.
And luckily, there is an association, an organization that is called Prolei Dassei. But the time this organization can still be powerful and protecting the nature and more than the nature, the landscape around the lake is 2030. So I'm really worried about the fact that after 2030 there will be not somebody protecting the landscape. But there is a big contradiction between commercial interests and the interests of nature. What do you think about this? Could the digitization and the simulation of beautiful landscapes, could that something that helps us, or will that give new problems that we maybe lose the contact to the nature? What do you think about that? Well, nowadays, you know that people, there are a lot of people that like luxury and they do not care about nature. They build new homes. Luckily, in Switzerland, there was a referendum that reduced or blocked the possibility to build new homes for residents. But a touristic residence, I think it had been a positive point in the history of Switzerland, but in my opinion is not enough. People do not care. People like more and more to show off how wealthy they are and lose completely the in my opinion, what should be the feeling for people that would like just to spend time in nature. And under this perspective, I think that luxury is conflicting a lot with the concept, with the true concept of nature. And how optimistic or pessimistic are you concerning the future? When you think about 20 or 30 years, how Maloja will look like? What is your vision? Well, it depends really on how the local authorities will allow new buildings to be erected. Okay, I still see around, even in Maloja, cranes. And frankly speaking, I do not think that that is possible to be very optimistic. Perhaps in Maloja more less pessimistic than elsewhere. But also, if you drive to St. Moritz from here, you can see in Seals all those industrial spaces that had been erected on the left of the road going and driving to St. Moritz. Frankly speaking, I do not understand why the local authorities had been able to permit this horrible industrial buildings in an area that should be preserved. I also heard, and maybe that's just a rumor, you know, the people speak, I also heard about a project you had. I visited this bunker of the military, and the guy showed us this extremely strange spaces. And then someone told, and I don't know if it's true, that you also planned something like a bunker in Maloja. Is that true, or is that just a rumor? I never sold a bunker in my life. And I never think to build a bunker or a bunker in my life, because simply I do not have in my mind clients that could be interested in buying bunkers. Do you still plan also to make something with the outside pool? Because you told me maybe 1 year ago or when we visited yes, the last yes, time. Absolutely. There is already an outside pool. Now the pool is just a place where there are
even some trees or some plants inside. It should be revamped, but the place is fantastic. The view of the lake is impressive. And so, yes, I repeat that in our desires, in the next 3 years, there is also the revamping of this pool. But you really have to visit the bunkers. That's really extremely crazy experience. Absolutely. You really have to do it. And they are looking for investors. And I said, I have to speak with Mr. Clavarino. Maybe he wants to invest something in the bunkers. Well, if you organize a visit there, I will come with you. Und damit sind wir am Ende unseres Spaziergangs angekommen. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wir hoffen, dein Weg mit uns war angenehm und anregend. Wir sind das Cura Ensemble mit Julian Grünthal, Sama Schwarz und Merit Hottinger. Wir haben den Maloja Walk konzipiert, Interviews geführt und zusammengestellt. Verantwortlich für Sound und Schnitt, Michael Sauter. Falls du zufällig am 14. oder 15. Oktober 2023 an diesem Audio Walk teilgenommen hast, besuche uns doch gerne noch im Maloja Palace. Du weißt ja jetzt, wo das ist. Wir stoßen ab 18 Uhr gemeinsam bei einem Apero an. Hier kannst du auch weiteren spannenden Live-Veranstaltungen folgen. Robert Walsers klassischer Text Der Spaziergang trifft hier auf die Reflexionen des russischen Autors Mikhail Shishkin und das am 14.10. Startpunkt 16 Uhr hier beim Turm. Am 15. Oktober triffst du die US-amerikanische Autorin Nell Zink, ebenfalls um 16 Uhr. Sie bietet eine kritische Betrachtung aktueller Themen und setzt Walsers Werk in einen neuen Kontext. Falls dieser 14. oder 15. Oktober 2023 längstens vorbei ist, dann sorge dich nicht. Du kannst diese Gespräche auch nachhören. Geh dazu in die Shownotes des Podcasts. Schreib uns gerne an info@maison-du-futur.ch, wenn du Feedback für uns hast. Wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Unseren Dank gilt auch allen Stimmen, die bei diesem Immortal Room mitgewirkt haben und weiterhin wirken, und natürlich an die Fachstelle Kultur des Kantons Graubünden für die finanzielle Unterstützung dieses Vorhabens. Eine gute Zeit und eine gelassene Heimreise wünscht dir das Cura Ensemble.